Mein Name ist Katharina Graunke. Ich bin Bezirkstagskandidatin für München Land Süd. Bei der nächsten Wahl ist der Landkreis ja eingeteilt in Nord und Süd. Ich bin Direktkandidatin für den Landkreis München Land Süd. Und außerdem stehe ich auch noch auf der Liste, aber das nur nebenbei. Wir haben heute, freuen uns sehr, dass wir heute den Herrn Professor Stefan Lessenich da haben von der LMU München. Ganz vorneweg möchte ich Sie daran erinnern, dass Sie bitte nicht vergessen, wenn Sie rausgehen aus diesem Vortrag, dass Sie dann bitte Ihre Handys wieder anmachen, damit Sie dann auch wieder erreichbar sind. Möchte jetzt gar nicht viele Worte verlieren, möchte nur einmal noch mal kurz hinweisen für die, die es noch nicht gesehen oder auch noch nicht gehört haben. Die ÖDP hat ein neues Volksbegehren gestartet, wo es um den Artenschutz geht. Wir möchten ein paar Dinge in die bayerische Naturschutzgesetz schreiben lassen, mit dem die Insekten insbesondere, aber auch die Vögel in der Folge im Prinzip besser geschützt werden sollen, dass sie nicht so schnell sterben. Da geht es zum Beispiel um Blühstreifen, es geht um pestizidfreie Bewirtschaftung der öffentlichen Flächen etc. etc. Wer noch unterschreiben möchte, der darf das nachher gerne nochmal nach dem Vortrag tun. Wir haben hier einen Film am Tisch aufgestellt. Die Listen lassen sich instruieren, ist nicht ganz einfach. Sie müssen die richtige Liste wählen und dann geht alles seinen Gang, wie das sein soll. Und dann freue ich mich jetzt, wenn uns Herr Lessenich ein bisschen was erzählt. Danke. Ja, das Bogo, das habe ich vor. Danke für die Einladung und diese Smartphone-Verbannungsvariante, diese Eleganz, die merke ich mir auf jeden Fall für meine nächste Veranstaltung. Also auf jeden Fall schon mal was mitgenommen heute Abend. Ja, ich bin eingeladen hier, um über mein Buch zu erzählen. Jetzt vor mittlerweile fast 2 Jahren erschienen, Neben uns die Sintflut. Und dann mit einem etwas komplizierteren Untertitel, die Externalisierungsgesellschaft und ihr Preis. Und ich werde versuchen, in der ungefähr 3/4 Stunde, haben wir gesagt, meistens kündige ich es an, dann wird es doch ein bisschen länger, aber es soll nicht viel länger werden. Ich möchte die zentrale These des Buches darstellen, den Begriff der Externalisierung. Und ich werde auch... Sie bleiben. Oh, das ist gut für mein Selbstbewusstsein. So früh ist sonst noch nie jemand gegangen. Auf der Erholung unserer FDP. Also das wäre natürlich ein legitimer Grund, jetzt den Raum zu verlassen. Ansonsten vielleicht erst in einer halben Stunde, wenn die Müdigkeit allgemein geworden ist und ja, sie sich dann rausschleichen können. Buch ist vor mittlerweile 2 Jahren erschienen. Ich möchte Ihnen die zentrale These darlegen und ich werde das aber auch illustrieren dann an einem Beispiel. Leider für das, was mich umtreibt, nämlich dass nicht nach uns die Sintflut ansteht, sondern dass neben uns schon sintflutartige Verhältnisse herrschen gegenwärtig. Und These wäre auch, dass diese sintflutartigen Verhältnisse mittlerweile auf uns hierzulande zurückzuschlagen beginnen. Leider gibt es dafür Beispiele zuhauf. Ich werde spontan entscheiden, welches ich Ihnen etwas genauer darlege. Ich werde aber thesenbasiert beginnen und das wird jetzt erstmal recht abstrakt und dann haben Sie keine Sorge, wird es auch konkreter. Ich muss vorausschicken, von wegen, es wird erstmal abstrakt, ich bin Soziologe. Damit müssen Sie jetzt leben. Soziologen kennzeichnen sich dadurch aus, dass sie einen sehr guten Einblick in die soziale Welt haben, aber häufig das nicht so darlegen können, dass andere es verstehen. Und ich gebe mir alle Mühe, dieses Stereotyp zu widerlegen, muss aber am Anfang durchaus noch ein bisschen allgemein soziologisch werden und dann werden Sie aber schon schnell sehen, dass es konkreter wird. Ich fange aber auch allgemein soziologisch an, weil es mir um Grundsätzliches geht. Und Grundsätzliches heißt,
Meine Ausgangsthese ist, kapitalistische Gesellschaften sind Externalisierungsgesellschaften. Und wenn ich damit anfange, dann lasse ich auch gleich die Katze aus dem Sack. Es geht hier um eine Kapitalismusanalyse und um eine Kritik des herrschenden Wirtschaftssystems. Und von dort aus entwickle ich die Punkte, die ich Ihnen heute darlegen möchte. Das können Sie dann genauer, wenn Sie wollen, in dem Buch nachlesen. Kapitalistische Gesellschaften, wir haben ja Marx Jubiläumsjahr, erster Satz des Kapital, Gesellschaften, in denen kapitalistische Produktionsweise herrscht, sagt Marx. Marx spricht irgendwo oder nur an einer Stelle von Kapitalismus, er spricht von den Gesellschaften, in denen kapitalistische Produktionsweise herrscht. Und dieses Herrschen, muss man ernst nehmen, es sind Gesellschaften, die beherrscht werden von der kapitalistischen Produktionsweise, in dem Sinne, dass die Art und Weise des Wirtschaftens, die spezifische Form eines kapitalistischen Wirtschaftens, die gesamte Gesellschaft durchdringt und einsickert bis in die ganz normalen, alltäglichen Lebensvollzüge von ganz normalen Menschen. Gesellschaften, in denen kapitalistische Produktionsweise herrscht, sind dadurch gekennzeichnet, ich mache jetzt hier keinen Kapitalkurs 1, aber vielleicht ganz knapp, was, glaube ich, im Hintergrund steht, was man in Erinnerung behalten muss, und was am Ende dann nochmal thematisiert wird. Das sind Gesellschaften, in denen Privateigentum herrscht. Das ist für die Art und Weise des Wirtschaftens extrem wichtig, weil wenige Menschen sehr weitreichende Entscheidungen treffen können darüber, was produziert wird, wie produziert wird, für wen produziert wird und was nicht produziert wird. Also es gibt wenige Menschen, die Entscheidungsmacht haben darüber, wie gewirtschaftet wird und viele andere, die sich diesen Entscheidungen unterwerfen müssen. Zur kapitalistischen Produktionsweise gehört neben dem Privateigentum auch ganz wichtig, das ist sozusagen die andere Seite der Medaille, die Lohnabhängigkeit. Die allermeisten Menschen in kapitalistischen Gesellschaften sichern ihren Lebensunterhalt durch abhängige Beschäftigung. Es gibt dann Selbstständige, aber im Kern ist es die abhängige Lohnarbeit. Und abhängig heißt auch nicht nur von einem Arbeitgeber abhängig, sondern von der Art und Weise, wie das Wirtschaften eingerichtet ist in dieser Gesellschaft. Und das ist folgenreich, weil ich nachher sagen werde, mir geht es nicht nur um eine Systemkritik, also eine Kapitalismuskritik, sondern die bleibt irgendwie nicht nur abstrakt, sondern meines Erachtens auch folgenlos, wenn man sie nicht übersetzt in eine Kritik des Alltagshandels der Menschen, die den herrschenden Verhältnissen unterworfen sind. Und dann können Sie am Ende sagen, dann trete ich Ihnen zu nahe, weil ich Sie mitverantwortlich mache für das, was läuft. Möchte ich aber gar nicht in einem moralischen Sinne, schon aber in einem politischen Sinne. Ich glaube, Kapitalismuskritik hat nur Sinn, wenn wir uns fragen, was heißt das praktisch? Wie kann man die herrschende Wirtschaftsweise, die kapitalistische Produktionsweise verändern, gegebenenfalls sogar überwinden? Und das wird nur durch das Alltagshandeln vieler, vieler Menschen der Fall sein. Das wird nicht von oben und nicht von außen passieren. Also, Privateigentum, Lohnabhängigkeit und dann das Dritte, was für mein Thema dann ganz zentral ist, kapitalistische Produktionsweise ist eine auf Expansion angelegte Produktionsweise, auf Ausdehnung. Ja, man kann da unterschiedliche Begriffe aus der marxischen Theorie anwenden, Akkumulation, ja, die Profitabhängigkeit der zentralen Akteure, der Unternehmen, der sogenannten Wirtschaftssubjekte. Diese Produktionsweise ist darauf angelegt, dass sie sich ausdehnt, und zwar nicht nur über den gesamten Globus ausdehnt, wie es in den letzten mehreren Jahrhunderten passiert ist und nach 1989, 90 nochmal ganz entscheidend, sondern ausdehnen tut sie sich auch in dem Sinne, dass sie einen eingebauten, man könnte jetzt einfachsterweise sagen, Wachstumszwang hat. In jeder Periode muss wieder mehr produziert werden, beziehungsweise mehr Wert geschaffen werden, müssen Profite akkumuliert werden, die dann auch wiederum realisiert werden müssen über Investitionen in mehr Produktion. Und so, Sie sehen das immer in den Nachrichten am Bruttoinlandsprodukt, dass wieder 1,5% gestiegen ist. Wenn es nicht steigt, haben wir massive gesellschaftliche Probleme. Diese kapitalistische Produktionsweise beruht darauf, dass sie sich auf immer, Marx würde sagen, auf immer erweiterte Stufe reproduziert. Ja, es braucht immer ein Mehr. Und mit diesem Mehr, was die kapitalistische Produktionsweise strukturell notwendig braucht, hängt all das zusammen, was ich jetzt hier weiter erzähle. Kapitalistische Gesellschaften sind Externalisierungsgesellschaften, und zwar je weiter entwickelt sie sind, ja, je fortgeschrittener, umso mehr. Und deswegen sind die hochentwickelten, wenn man so will, fortgeschrittenen Industriegesellschaften des Westens, ja, der reichen Gesellschaften des Westens, sind
die größten Externalisierungsgesellschaften überhaupt. Externalisierungsgesellschaften, jetzt komme ich dem Begriff etwas näher, sind, das klingt erstmal tautologisch, ja, so als wäre es selbstverständlich, Externalisierungsgesellschaften sind Gesellschaften, die vom Externalisieren leben. Und das klingt banal, aber das ist ganz entscheidend. Es sind Gesellschaften, das wäre die Behauptung, die ohne Externalisierung nicht leben können. Die vom Externalisieren leben. Und ich sage Ihnen gleich, was ich mit Externalisieren meine. Auslagern, das hat aber viele Facetten und Dimensionen, die ich gleich in sechs Begriffen entwickeln werde. Diese Gesellschaften, also Gesellschaften des Typs, in der wir leben, also die Gesellschaft des Typs der Bundesrepublik Deutschland, beruht in ihrer stabilen Reproduktion, ihrem ständigen Weitergeführt werden, darauf, dass ununterbrochen ausgelagert wird, externalisiert wird. Sie lebt davon, sie kann ohne nicht leben, das ist ganz entscheidend. Und das heißt, sie lebt in gewisser Weise, ich komme dazu, von ihrem Außen. Externalisierungsgesellschaften leben von einem Außen, von dem sie zehren einerseits und in das sie auslagern und in das sie, und das ist der Sinn des Untertitels auch erstmal in der ersten Anlehnung, in das sie auch die Kosten ihrer Reproduktionsweise, ihrer Lebensweise auslagern können. Sie zehren von ihrem Außen und die Kosten, die sie produzieren, fallen zu nicht unbedeutenden Teilen im Außen an, nicht in den Externalisierungsgesellschaften selber, sondern die haben Mechanismen, Instrumente, Machtverhältnisse auch entwickelt, die es ihnen ermöglichen, systematisch Kosten auszulagern in die, jetzt erstmal in einfachster Weise, Weltregionen, von denen sie gleichzeitig zehren. Also so einen Zyklus zu entwickeln, des sich Aneignens und des gleichzeitig aber Auslagerns von bestimmten ökonomischen, ökologischen, sozialen Kosten. Also die entwickelten industriekapitalistischen Gesellschaften des Westens, das ist die zentrale These, leben in ihrem Bestand, in ihrer stabilen Reproduktion von uneingestandenen Bedingungen und Voraussetzungen. Wenn ich nachher zu der psychologischen und sozialpsychologischen, Sie können vielleicht auch sagen, psychoanalytischen Dimension des Ganzen komme, dann wird das entscheidend. Die Gesellschaft des Typs, in der wir leben, diese Gesellschaft lebt von nicht eingestandenen Voraussetzungen. Ihre Funktionsweise hat Voraussetzungen, die wir entweder nicht erkennen wollen oder nicht anerkennen wollen. Und dieses Erkennen und Anerkennen der notwendigen Voraussetzungen, der Art und Weise, wie in diesem Lande produziert, gewirtschaftet, gearbeitet, gelebt wird, diese Anerkennung der Voraussetzungen ist für mich das entscheidende Moment für eine gesellschaftliche Veränderung. Eine gesellschaftliche Veränderung, die für mich nach meiner Sicht eine radikale sein müsste. Also eine wirklich transformative Veränderung der hier herrschenden Verhältnisse des Wirtschaftens, des Produzierens, des Konsumierens, des Arbeitens und des Lebens. Und dazu würde gehören, erstmal anzuerkennen, auf welchen Voraussetzungen eigentlich die Art und Weise des Produzierens und Konsumierens eigentlich beruht, die Art und Weise, die wir hier ausleben. Letzter so globaler Satz der Vorrede, die kapitalistische Produktionsweise wird in der Regel geadelt und ja, sehr positiv beleuchtet als eine im extremen Maße produktive Art und Weise des Wirtschaftens. Ja, also die kapitalistischen Gesellschaften, die industriekapitalistischen Gesellschaften, die hochentwickelten industriekapitalistischen Gesellschaften wie die Bundesrepublik Deutschland, halten viel auf ihre wirtschaftliche Produktivität. Die wird auch mal gemessen, die steigt auch ständig. Kapitalistische Produktionsweise heißt aber nicht nur Produktivität, sondern sie heißt immer auch zur gleichen Zeit Destruktivität. Die kapitalistische Produktionsweise ist eine extrem produktive Produktionsweise und zugleich ist sie eine extrem destruktive Produktionsweise. Vielleicht kennen Sie den Begriff von einem Ökonomen, ja, der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, Josef Schumpeter, Innovationsökonom, der hat den Begriff der schöpferischen Zerstörung geprägt. Ja, Creative Destruction im Englischen, schöpferische Zerstörung. Und das war sozusagen seine Vorstellung davon, wie findet in kapitalistischen Marktgesellschaften Innovation statt. Und das klingt erstmal ganz harmlos, also schöpferische Zerstörung. Zerstörung klingt erstmal, naja, einigermaßen nach Gewalt.
Bei Jupiter wird es dann aber erstmal harmlos, wenn gesagt wird, naja, das ist die Art und Weise, wie Märkte eine gewisse Dynamik entwickeln. Da kommen Akteure auf Märkte, Unternehmen, ja, und die haben ein innovatives Produkt oder eine innovative Form zu produzieren und die verdrängen dann andere Akteure, andere Unternehmen vom Markt. Ja, die machen etwas Neues und zerstören gleichzeitig etwas Altes. Neue, innovative Unternehmen kommen auf den Markt, ja, und machen mit ihren neuen Produkten oder Produktionslinien extra Profite. Und wenn sich die anderen Akteure in der Konkurrenz des Marktes da nicht anpassen können und nicht ähnlich produktiv werden, entweder diese Produkte nachahmen können oder ein noch besseres Produkt herstellen oder andere Produkte, auf die dann die Konsumenten und Konsumentinnen gehen, wenn das nicht der Fall ist, dann verschwinden die vom Markt. Diese Unternehmen sterben. Ein sterbendes Unternehmen ist erstmal nichts Schlimmes, abgesehen von den Folgen für die unabhängigen Unternehmen. Aber erstmal wirkt es wie ein einigermaßen friedlicher Marktprozess, ja, ein Verdrängen von den einen auf den Markt, die anderen kommen in den Markt hinein und setzen sich durch. Ja. Die Kreativen zerstören das Alte und schaffen Neues. Dieser Prozess, das Neues schaffen und Altes zerstören, ist aber einer, den wir auch ganz gewaltsam erleben in der kapitalistischen Ökonomie und vor allem, wenn wir das, was ich jetzt tun möchte, in weltgesellschaftlicher Perspektive, in Weltmaßstab machen. Weil der Kapitalismus ist eine extrem produktive Form der Organisation des Wirtschaftens, aber auch eine extrem destruktive. Und meine These wäre, dass Produktivität und Destruktivität der kapitalistischen Produktionsweise im Weltmaßstab extrem ungleich verteilt sind. Dass die hiesige Gesellschaft und die Gesellschaften des Westens sehr stark profitiert haben und bis heute profitieren von der produktiven Dimension kapitalistischen Wirtschaftens und dass die Destruktivität zu einem nicht unerheblichen Teil ausgelagert wird. Anderswo zeigen sich die destruktiven Folgen der Produktivität unserer Ökonomie. So, das ist die allgemeine Vorrede. Wer jetzt den Raum verlassen möchte, kann das begründet tun, finde ich, weil der jetzt sagen wird, naja, also genau das, was er gesagt hat, die Soziologen reden so, dass es irgendwie interessant klingt und dass man meint, es könnte um Relevantes gehen, aber so richtig nachvollziehen kann man es auch nicht. Deswegen werde ich das in einem Zwischenschritt etwas konkretisieren, und zwar in Form von 6 Begrifflichkeiten, die ich Ihnen anbieten möchte. Und der Einfachheit halber, so als nach Hause mitnehmen Botschaft, fangen wir alle mit A an. Ich habe mir große Mühe gegeben, zu alliterieren und 6 Begriffe zu finden, die alle mit A anfangen, genau den Punkt treffen. Also nicht nur Ausgaben, sondern 5 weiter. Und wenn Sie jetzt spielerisch halten wollen, was ich sehr gerne tue, also sprachspielerisch, können Sie sagen, Sie kennen ja wahrscheinlich die Bonitätswertungen von Ratingagenturen für ganze Ökonomien, AAA, ja, Deutschland, AAA, andere Nationen, dreifaches C oder BB- oder sowas. Also ja, die Kreditwürdigkeit von Staaten oder deren Ökonomien. Und was ich Ihnen jetzt vorstellen werde, ist nicht AAA, sondern Sie könnten jetzt entweder sagen AAA, sechsfaches A, ja, sechsfaches A. Und die Externalisierungsgesellschaften zeichnen sich durch diesen 6A-Status aus. Und dieser 6A-Status ist einer, von denen diese Externalisierungsgesellschaften sehr stark profitieren. Aber die 6C-Gesellschaften, die davon daran zu knapsen haben, die befinden sich eben anderswo und die schauen wir uns dann auch gleich an. Diese 6As sind in der Reihenfolge ihres Auftrittes jetzt gleich Aneignung, Ausbeutung, Auslagerung, Abwertung, Abschließung und Ausblendung. So, das müssen Sie jetzt nicht wiederholen, sondern ich werde die 6 Begriffe jetzt kurz erläutern, wirklich nur kurz. Aneignung, ich habe es schon angedeutet, worum geht es bei Externalisierungsgesellschaften, bei dieser Idee? Es gibt Gesellschaften, die eignen sich etwas an von einem vermeintlichen oder tatsächlichen Außen. Und hier geht es um die Aneignung von Arbeit und Natur. Lebendige Arbeit, lebendige Natur wird angeeignet, einseitig angeeignet. Externalisierungsgesellschaften sind in der Lage, sich von außen Arbeit und Natur anzueignen. Und wenn ich Ihnen nachher ein Beispiel gebe, und wie gesagt, Beispiel ist beliebig, wahrscheinlich werde ich es mit dem ersten ausführlichen Beispiel des Buches tun, nämlich die Sojaproduktion in Argentinien. Ich überlege aber noch ein bisschen, vielleicht denke ich auch die Antibiotikaproduktion in Indien. In beiden finden sich sozusagen, also wie in einer
Nussschale, ja, also wie kristallisiert finden sich alle sechs Elemente dieser Externalisierungsgesellschaft oder ihrer Folgewirkung für Dritte, für das Außen dieser Gesellschaft wieder. Also erste Idee ist aneignen, es wird sich Arbeit und Natur angeeignet und zweitens, diese lebendige Arbeit, die lebendige Natur wird ausgebeutet. Ausbeutung, könnte man jetzt Marx im engen Sinne deuten, ich möchte es in einem weiteren soziologischen Sinne deuten, Ausbeutung heißt eine soziale Beziehung, bei der systematisch die Gewinne auf der einen Seite anfallen, die Verluste auf der anderen. Ja? Externalisierungsgesellschaften sind in der Lage, gesellschaftliche Beziehungen herzustellen, und zwar auf Dauer, auf ziemlich lange Frist, mittlerweile über hunderte von Jahren, und zwar in einer Weise, die zunehmend nicht mehr gewaltsam ist, sondern verrechtlicht, beispielsweise in Form vom aktuellen Welthandelsregime. Sie sind in der Lage, eine gesellschaftliche Beziehung herzustellen, wo die Gewinnaneignung einseitig ist. Ja, die Gewinne fallen auf einer Seite an und die Verluste systematisch auf einer anderen. Und das heißt, die permanenten Verlierer, Verliererinnen werden mit ihrer Arbeit, ihrer Natur ausgebeutet tendenziell. Ja, man eignet sich etwas an, aber einseitig, ohne etwas zurückzugeben. Oder jedenfalls etwas Äquivalentes, Gleichwertiges zurückzugeben. Das ist das Zweite, also eine ausbeutende Aneignung und dann so der Kern des Ganzen, Externalisierung im engeren Sinne, zu dieser ausbeutenden Aneignung zählt dann als Drittes die Auslagerung. Die Kosten dieses Prozesses der Aneignung von lebendiger Arbeit und lebendiger Natur anderer, die Kosten dieser ausbeutenden Aneignung werden wiederum ausgelagert an die Orte, an die Bevölkerung, an die Milieus, an die Menschen, von denen man sich Arbeit und Natur aneignet. Das ist sozusagen, das sind die ersten drei A. Daran schließt sich an, viertens, und das ist wichtig, nachher auch für die Frage des Alltagshandelns und wie diese Zusammenhänge alltäglich wiederhergestellt werden. Das vierte Element ist die Abwertung. Diesen angeeigneten, ausgebeuteten Arbeiten und Naturelementen wird kein Subjektstatus zuerkannt, würde man soziologisch sagen. Die werden zu Objekten abgewertet. Arbeit und Natur werden so gesehen, dass man sie sich halt wie selbstverständlich aneignen kann. Sie sind sozusagen es nicht wert, dass man etwas Äquivalentes zurückgibt. Man kann über sie verfügen, man kann sie beherrschen, ja, und man kann das, indem man gleichzeitig auch abwertet, Natur ist kostenlos, ist einfach da, ist verfügbar, kann sich der Mensch oder in der Regel dann der weiße Mann einfach aneignen. Und Arbeit ist auch die Arbeit, die sich, aneignet, ist minderwertig. Ja, das ist billige Arbeit, die kann auch unter Verhältnissen stattfinden, die nicht so sicher, nicht so geschützt, ja, nicht so ertragreich sind wie in den westlichen Industriegesellschaften. Man wertet Arbeit und Natur ab, um überhaupt erst dann auf Dauer diesen Prozess der Aneignung, der Ausbeutung und der Auslagerung herstellen zu können. Also Abwertung der anderen, die als Objekte gesehen werden und nicht als gleichberechtigte Subjekte. Das gilt für Länder, das gilt für Bevölkerung, das gilt für einzelne Menschen, das gilt für die Natur als Ganzes. Dieser Abwertungsprozess ist einer, ohne den sich das Gesamt nicht denken ließe. Der fünfte ist Abschließung, und ich komme gleich im Rahmen der Beispiele dann auch dazu, gegen die Folgen dieses Tuns, also der aneignenden Ausbeutung, der Auslagerung von Kosten und der Abwertung Dritter, die Konsequenzen, die daraus folgen, die versucht man von sich fernzuhalten. Abschließung des Sozialraums und des Wirtschaftsraums gegen die Folgen dessen, was man anderswo, ich sage jetzt mal leicht normativ gedacht, was man anderswo anrichtet. Die Folgen, die in anderen Weltregionen über diese aneignende Ausbeutung entstehen, gegen die versucht man sich abzuschotten. Und wenn ich gesagt habe, heute gegenwärtig erleben wir eigentlich ein Rückschlagen der Konsequenzen, der Kosten auf hiesige Sozial- und Wirtschaftsräume, dann erleben wir gerade die Versuche, sich gegen dieses Rückschlagen, gegen diese Boomerang-Effekte abzuschotten, abzuschließen. Ja, und das betrifft das Grenzregime Europas, ja, und die Grenzkontrollen, die möglichste Auslagerung der Grenzkontrollen aus dem Territorium Deutschlands oder Europas an irgendwelche
entfernten Grenzen, ja, also nach Nordafrika oder in den Vorderen Orient oder wie auch immer. Das ist eine Form der Abschottung, der versuchten Abschottung gegen das Zurückschlagen dieser Konsequenzen. Aber auch wirtschaftspolitisch, ja, neue Formen des Protektionismus, ja, die einen Wirtschaftsraum versuchen abzuschließen gegen die Folgen des Freihandels, den man anderen auferlegt. Und sagen Sie jetzt nicht, naja, damit meine ich jetzt die USA mit der neuen Form des Protektionismus. Nein, ich meine damit auch die europäische Handels- und Wirtschaftspolitik der letzten Jahrzehnte. Also Abschließung ist der fünfte A-Begriff und der sechste, und der wird dann am Ende tatsächlich dann nochmal entscheidend, der sechste ist Ausblendung. Ich glaube, das, was das Ganze überhaupt nur dauerhaft am Laufen hält, bei diesem 5a-Prozess ist das sechste A, dass nämlich große Bevölkerungsmehrheiten in den Externalisierungsgesellschaften in der Lage sind, ja, es können, diesen Gesamtzusammenhang der 5a auszublenden. Ja, also entweder so zu tun, als gäbe es den gar nicht, sich so verhalten, als könnte man so immer weitermachen, oder sogar diesen Prozess und diese 5As zu rechtfertigen. Ja, sich nach Legitimation, nach guten Gründen und zu schauen, warum dem so ist. Ja, weil andere Weltregionen minder produktiv sind beispielsweise. Ja, oder weil wir hierzulande so fleißig sind, so erfindungsreich und die innovativen mittelständischen Unternehmen haben im Schwabenland, aber auch hierzulande, die diese kreative Zerstörung immer neu in Gang setzen. Das ist eine produktive Zerstörung und wenn alles gut geht, ziehen die anderen irgendwann nach und holen auf. Das sind alles Formen der Abblendung oder Ausblendung des Zusammenhangs, um den es mir geht. So, und jetzt komme ich zu den geradezu beliebigen Beispielen dieser 6a-Konstellation. Und ich werde jetzt nur ein paar benennen und dann schaue ich mal, wie viel Zeit ich habe. Und wenn eines etwas ausführlicher illustrieren, damit wir ein bisschen Stoff für die Diskussion auch bekommen und das nicht nur eine soziologische Vorlesung hier ist. Die schlechte Nachricht ist in der Tat, dass man sich beinahe x-beliebige Beispiele wählen könnte, um diesen Zusammenhang zu illustrieren. Man könnte sich alle möglichen Industriegüter anschauen, nämlich die Wertschöpfungsketten, ja, die, wenn man rückverfolgt, wie wird Wert geschöpft, ja, wie wird Produktivität hergestellt, wie werden Industriegüter hergestellt, von wem, unter welchen Bedingungen, unter welchen Arbeits- und unter welchen Umweltbedingungen, wer schöpft wo Gewinne ab, um sie zu reinvestieren. Sie können sämtliche Industriegüter in ihrer Wertschöpfungskette bis an den Anfang zurückverfolgen und werden sehen, dass sie die über diese 6a sich extrem gut erschließen können, wäre meine Behauptung. Auch sämtliche Konsumgüter könnten Sie sich anschauen. Es ist gut dokumentiert beispielsweise bei den Smartphones, die hier erwähnt wurden. Ja, wenn Sie dort die Wertschöpfungskette zurückverfolgen, wie viel Natur steckt in, also wie viele natürliche Ressourcen stecken in ein Smartphone, wie viel Energie steckt da drin, welche Arbeit, in welcher Qualität, wo wird die geleistet, ja, wer ist an den einzelnen Stellen dieses Produktionsprozesses des Konsumguts mittlerweile in unserer Gesellschaft massenhaft verbreitet, vor 10 Jahren noch nicht. Auch das ein wichtiger Aspekt. Fast alle Vorausgruppen in diesem Sinne sind in den letzten 10 Jahren nochmal massiv nach oben gegangen. Aber wenn Sie diese Wertschöpfungskette zurückverfolgen, beispielsweise Smartphones, dann werden Sie eben sehen, wie es zu einem ungleichen Tausch kommt zwischen den Konsumgesellschaften und den Produktionsgesellschaften, ja, oder zwischen den Rohstoffproduktionsgesellschaften und dann den Produktionsgesellschaften, die diese Rohstoffe veredeln, ja, und daraus eine bestimmte Form der Wertschöpfung generieren und auch Profite abziehen. Sie können das aber nicht nur bei Smartphones oder technischen Geräten sehen, Sie können es auch beim E-Mobil, also dem vermeintlich emissionsfreien Automobil, könnte man es zurückverfolgen. Man kann es aber, das ist ja ein bekanntes Beispiel, bei Textilien zum Beispiel zurückverfolgen. Ja, wie ist das, was Sie jetzt hier anhaben, produziert worden, wie ist da die Produktions- und Wertschöpfungskette, ja, und welche Formen der aneignenden Ausbeutung von Arbeit und von Natur stecken in ihrer Textilie, ja, welche Formen der Auslagerung von Kosten, die bei der Produktion entstanden sind, welche
welche Form der Abwertung der Arbeit, die hier drin steckt, nämlich alleine, wenn Sie sich die Löhne anschauen, die Textilarbeiterinnen in den entsprechenden Ländern beziehen. Es steckt die Abschottung gegen die negativen Konsequenzen da drin und es steckt auch ein gerüttelt Maß Ausblendung da drin. Wir wissen es zwar, aber trotzdem kaufen wir T-Shirts für 1,99 oder für 9,99 oder auch für 39,99, die kein Deut besser sind von diesen 6a her gesehen als die für 99 Cent. Insofern ist es auch immer im wahrsten Sinne des Wortes billig gegen Billigtextilproduzenten zu wettern, wenn man nicht sozusagen das gesamte Regime der Textilproduktion in den Blick nimmt und sagt, da liegt insgesamt etwas im Argen und nicht nur bei den üblichen Verdächtigen. Man kann das wunderbar bei den Agrarrohstoffen rekonstruieren. Kann nur empfehlen von einer befreundeten Mitstreiterin den Film Die grüne Lüge zum Palmöl, zur Palmölgewinnung, ja, Ölpalmen, Ölpalmenanbau. Und wenn Sie den gesehen haben, und das ist wie gesagt x-beliebig, Sie könnten auch andere Agrarrohstoffe sich ansehen, dann kommt man ins Grübeln, aber meistens eben auch nicht allzu lange. Vielleicht dreht man dann mal das Nutella-Glas um und schaut, was da als zweites oder drittes Ingredienz drin ist, aber dann dreht man es meistens wieder um und ist es trotzdem weiter als Sensibilität ist. Und ich möchte darauf hinweisen, dass man sich auch Dienstleistungswertschöpfungsketten anschauen kann. Ja, nicht nur Industriegüter, Konsumgüter, Agrarrohstoffe, sondern man kann sich auch Dienstleistungsketten anschauen. In der Soziologie ist es jetzt weit verbreitet, von sogenannten Global Care Chains zu sprechen, also von globalen Sorgeketten. Also wer leistet eigentlich die Sorgearbeit, die Pflege, ne, Betreuung von Kindern oder Pflege von alten Menschen? Und dann wird man zum Beispiel sehen, dass die Philippinen es zu ihrer größten Exportindustrie gemacht haben. Ja? Sie haben sich spezialisiert auf den Export von Arbeitskraft, nämlich von Frauen im Alter von 20 bis 50, die in anderen Weltregionen die Kinder und Alten in Haushalten pflegen, nämlich in anderen Weltregionen, die reichen Gesellschaften sind des Westens oder des globalen Nordens. Beispielsweise von den Philippinen aus wird Hongkong geschickt, wird schon lange Spanien und Lateinamerika geschickt, weil es da Sprachverwandtschaften gibt über die spanische Kolonialisierung oder die Zeit der spanischen Kolonialherrschaft über die Philippinen. Die Philippinen haben sich, liberale Ökonomen würden sagen, in intelligenter Weise spezialisiert auf den Export von Sorgearbeit. Wenn sie nicht Agrarrohstoffe monokulturell, massenindustriell anbauen und exportieren. Ansonsten exportieren sie Sorgearbeit und diese globalen Sorgeketten sorgen auch dafür, dass vor Ort soziale Netzwerke ins Wanken kommen, Familien zerstört werden, in dem Sinne, dass es abwesende Familienmitglieder gibt und es dort eine Kette initiiert werden muss, wenn sich denn die zurückliegenden Kinder und Pflegebedürftigen vor Ort kümmern. Wir müssen aber gar nicht bis nach Hongkong oder Lateinamerika oder auf die Philippinen gehen, sondern denken Sie nur, ich weiß nicht, wen es hier betrifft, an die mittlerweile üblich gewordene Praxis in diesem Lande, 24 Stunden Live-In-Pflege von osteuropäischen Pflegearbeiterinnen, unterschiedlich organisiert, mal legal, ja, mal informell, mal illegal, häufig in auch so einer Form der Kettenmigration. Da kommt eine Dame aus Polen oder Rumänien oder der Ukraine oder in Verkettung dann noch weiter aus dem Osten für 2 Monate, ja, und dann billigt ihre Aufenthaltserlaubnis und dann kommt die Schwester für die nächsten 2 Monate oder die Tante oder die Cousine und dann kommt sie wieder. Und das deutsche Altenpflegeregime lebt von dieser informellen Arbeit. Es könnte überhaupt nicht existieren, es würde zusammenbrechen, wenn es diese nicht gäbe. Und darüber würde ich einen eigenen Vortrag halten, nämlich einen, der des skandalösen Phänomens, dass diese informelle bis illegale Pflege, diese Billigarbeit in Privathaushalten bei der Entwicklung der Pflegeversicherung schon eingepreist wurde. Ja, indem ja als eine Teilkaskoversicherung entwickelt worden ist, wo immer schon klar war, das, was hier die Pflegeversicherung leistet, deckt nicht den gesamten Pflegebedarf ab. Es muss privat noch zusätzlich geleistet werden.
Und wenn es nicht die Familien in Eigenarbeit machen, unbezahlt, ja, dann müssen sich die Familien eben Billigarbeit oder woanders herholen. Und die kommt woanders her, nur nicht bei Ukrainerinnen so gerne Ärsche abwischen, ja, sondern weil das Einkommensgefälle in Europa, schon allein in Europa zwischen Westen und Osten, extrem ist. Es gibt eine unglaubliche Einkommensdifferenz zwischen dem Osten Europa, je weiter sie gehen, umso mehr, und dem Westen Europas und im Weltmaßstab, oder wenn Sie sich anschauen, Mexiko im Vergleich zu den USA oder Guatemala im Vergleich zu Mexiko und dann sogar zu den USA, das sind alles Einkommensdifferenzen, globale soziale Ungleichheiten, extreme Einkommensungleichheiten, die es für bestimmte Personen und Gruppen in bestimmten Ländern naheliegend machen, diese Einkommensdifferenz zu nutzen, um vorübergehend oder dauerhaft zu migrieren, um anderswo in der Regel schlechte Arbeit zu leisten, die aber noch viel besser bezahlt ist, als wenn sie da einlassen würden und wo sie sozusagen für eine Rücküberweisung sogar einen Beitrag leisten können zu dem Niedrigeinkommenshaushalt, aus dem sie stammen. Aber wie gesagt, wir müssen nicht weit weggehen, sondern Externalisierung ist bei uns daheim alltäglich sichtbar, in unseren Privathaushalten teilweise, wenn wir es denn sehen wollten. Wollen wir aber in der Regel sehen. Wenn ich jetzt wir sage, dann trete ich wirklich niemandem zu nahe. Das ist eine Kollektivkonstruktion, kann man sagen, die Durchschnittsbürgerinnen der reichen Industriegesellschaften, ja, tragen unwillentlich, in aller Regel unwillentlich, diese Zusammenhänge mit. So, und ein Beispiel in dem Buch, ich habe jetzt schon bald 40 Minuten, wir gehen jetzt auf eine Stunde, ne, und dann ist auch gut. Ein Beispiel in dem Buch, das möchte ich wirklich nur 5 Minuten erläutern, ich schaue auch drauf, ich höre um 50 dann auch mit diesem Beispiel, was ich in dem Buch zuerst entwickle, und dann kommen folgen viele, viele weitere, leider, ist die Sojaproduktion in Argentinien. Und die ist deswegen so interessant, weil die hochentwickelten Industriegesellschaften ganz viel darauf halten, dass sie keine Agrargesellschaften mehr sind. Ja, also diese Entwicklungsstufe hat die Industriegesellschaft überwunden und alles, was damit zusammenhängt. Ja, wir sind keine Bauerntrampe mehr, sondern wir sind hochproduktive Wissensarbeiterinnen. Weil ein Großteil der Agrarproduktion ist ausgelagert in andere Weltregionen, beispielsweise die Sojaproduktion in das Sojadreieck Argentinien, Brasilien, Paraguay, wo in riesigen plantagenwirtschaftlichen Anbaugebieten Soja angebaut wird. Argentinien hat sich nicht auf den Export von Sojaarbeit spezialisiert in den letzten 10, 15 Jahren, sondern auf die Sojaproduktion. Ist umgestiegen von der Fleischproduktion auf die Produktion von Agrarstoffen, die das Vorprodukt für die Fleischproduktion abgeben, nämlich das Soja. Allerdings auch ganz wichtig mittlerweile als Biotreibstoff oder als Produkt für Biotreibstoff, ja, für grünes Fahren anderswo. Und Soja ist in unterschiedlichsten Varianten in ganz vielen Gütern, Nahrungsmitteln, aber auch beispielsweise in Textilien, in ganz vielen Gütern des alltäglichen Bedarfs. Allein für den Sojabedarf der Bundesrepublik Deutschland braucht es in Argentinien, wenn jetzt der gesamte Bedarf aus Argentinien gezogen würde, bräuchte es in Argentinien eine Fläche des Bundeslandes Hessen, die vollgepflastert ist nur mit Soja, für den jährlichen Sojabedarf der Bundesrepublik Deutschland. In Klammern, Argentinien exportiert Soja mittlerweile zu sehr großen Anteilen nach China, was sozusagen nochmal den Sachverhalt bedeutet, dass wir in den letzten 10, 15 Jahren in der Familie der Externalisierungsgesellschaften ein neues Mitglied haben, ein ganz kleines Kind, was jetzt neu dazugekommen ist, das ist die chinesische Ökonomie. Argentinien hat sich auf die Sojaproduktion spezialisiert und so wie es dort angebaut wird, massenindustriell, monokulturell, braucht es einen extremen Einsatz von Chemikalien, Herbiziden, Pestiziden und so weiter. Und das, was erst in den letzten Jahren hierzulande bekannt geworden ist, nämlich Glyphosat in aller Munde seit ein paar Jahren, nämlich seitdem es bei uns in den Grundnahrungsmitteln gefunden wurde, Muttermilch und Bier. In Argentinien ist Glyphosat seit 2 Jahrzehnten ein ganz massives Thema. Und in Argentinien zweifeln wirklich, jedenfalls auf dem Land, wo der Glyphosat-Einsatz stattfindet, nur die allerwenigsten daran, dass Glyphosat krebserregend ist.
Es hat sich auch, haben sich verschiedene soziale Gruppen, Kleinstbewegungen gebildet, ja, die Mütter von Ito Saingo zum Beispiel, also eine Gemeinde am Rande von Kosovo, wo dann dahinter die riesen Sojaplantagen beginnen. Da können Sie, wenn Sie sich einen Mietwagen nehmen und mit Richtgeschwindigkeit durchfahren, können Sie Stunde um Stunde durch Soja fahren, rechts, links, vorne und hinten. Und das wird mit Glyphosateinsatz bewirtschaftet, der um ein Zigfaches höher liegt als in der Bundesrepublik Deutschland, der in der Bundesrepublik Deutschland jeden auch Nicht-Grünen ja, auf die Straße schicken würde, zu sagen, nee, das lassen wir uns hier nicht bieten. Und als der Glyphosat-Skandal in Anführungszeichen in der Bundesrepublik Deutschland besonders hochkochte, hat Joachim Buchwied, der Präsident des Deutschen Bauernverbandes, in einem Interview auch genau das gesagt. Er sagt, jetzt machen wir uns mal nichts vor, der Glyphosateinsatz in Deutschland ist ja minimal. Ja, wir bringen das nicht jedes Jahr aus, nicht auf alle Felder, ja, und wir haben nur einen minimalen Verbrauch des Gesamtweltverbrauchs, nämlich 600.000 Tonnen im Jahr. Und davon haben wir nicht mal 1% in Deutschland. Ja, viel, viel mehr wird in Argentinien beispielsweise ausgebracht oder Brasilien, Paraguay. Und Herr Buchwied hat gesagt, wenn bei uns ja, ähnliche Mengen ausgebracht würden wie in Lateinamerika, dann wären wir auch dagegen. Das heißt, und das gilt für ganz, ganz viele Dinge, die Arbeitsbedingungen, aber auch die Umweltbedingungen, die anderswo existieren und existieren müssen, damit so produziert werden kann, damit der Ressourcenhunger der reichen Industriegesellschaften gestillt wird, diese Verhältnisse möchte man hierzulande nicht haben. Ja, und dann streitet man dafür, dass Glyphosat hier verboten wird oder jedenfalls der Einsatz eingeschränkt wird in Deutschland oder vielleicht in Europa. Aber ob das in Argentinien ja, massig ausgebracht wird, und zwar seit 2 Jahrzehnten, da kräht kein Hahn. Jedenfalls in Europa. Na, oder kaum einen. Natürlich gibt es NGOs, die das thematisieren. Ja, aber in der Breite spielt es keine Rolle. Ich kann Ihnen nur andeuten, weil jetzt 50 ist, ja, was da noch alles drinsteckt an Kosten. Denn es geht nicht nur um die Umweltschäden und Gesundheitsschäden über Glyphosateinsatz. Wie kann man irgendwie so monokulturell auf riesigen Plantagen Flächenwirtschaften. In der Regel war da vorher etwas. Da waren Wälder zum Beispiel, die überholt werden müssen. Da waren Menschen, die da gelebt haben, die vertrieben werden müssen oder die enteignet werden müssen. Da müssen Rechtsverhältnisse hergestellt werden. Eigentum muss geschaffen werden. Dieses Eigentum wird von wenigen monopolisiert. Dann diese Flächen verpachten an Klein- oder Großbauern. Damit hängt ganz stark zusammen die Flucht vom Land in die Städte. Ja, Argentinien ist das 7. größte Land der Welt. 80% der Argentinier leben in Städten. Ja, Buenos Aires ist zu einer Megametropole geworden mit einem riesen Ring von Armutslands, ja, von der Landbevölkerung, die in die Stadt wandert, weil sie dort ihre Möglichkeiten der Subsistenz verloren hat und irgendwie versucht, in der Stadt durchzukommen mit miesen Jobs, die teilweise eben dann auch dazu dienen, Exportgüter herzustellen. Also nicht nur ökonomische Folgen, nämlich eine beispielsweise auch problematische Spezialisierung, Monokulturalisierung der Landwirtschaft in Argentinien. Ja, wenn der Sojapreis auf Weltmärkten sinkt oder einbricht oder ein anderes Gut Soja ersetzt, dann guckt Argentinien in die Röhre, ja, oder auf die Sojapflanzen, die da gepflastert wurden. Nicht nur ökonomisch, sozial, also die Verwerfungen der Sozialstruktur, die Veränderungen, die Wanderung, die Mobilität, die damit zusammenhängt. Auch rechtlich, auch politisch beispielsweise, der Agrarrohstoffkapitalismus ist einer, und zwar nicht nur in Lateinamerika, sondern eben auch in Afrika oder Südostasien, ist einer, der davon lebt, dass wir dann korrupte Eliten nennen. Ja, dass es wenige gibt, wenige in diesen Ländern, die bestimmte Ressourcen an sich aneignen, die Produktion vor Ort organisieren, häufig eben in Kooperation mit transnationalen Konzernen. Agrarrohstoffkapitalismen sind kriminelle Kapitalismen in aller Regel, ja, und fördern eine Sozialstruktur der extremen Ungleichheit in den Ländern. Brasilien beispielsweise, ungleichstes Land der Welt, zusammen mit Südafrika. Ein Erbe der Plantagenwirtschaft, ja, der Zuckerrohrökonomie. Also auch die politische Verfasstheit dieser Gesellschaften wird in Mitleidenschaft gezogen. Und zwar so sehr, dass von mir aus dann gesagt werden kann, naja, das sind alles Länder, die kriegen es nicht mal hin, einen vernünftigen Staat zu organisieren, eine vernünftige Verwaltung, ja, der Mieten, da versickert alles, was wir da hinschicken und so weiter und so fort. Den Zusammenhang möchte ich vor Augen führen, dass da in anderen Weltregionen
eine Produktion organisiert wird für den Ressourcenbedarf hierzulande, die weitreichende Folgen hat. Die Gewinne werden einseitig angeeignet. Es gibt ein ganz großes Macht-, Einkommens-, Lebenschancengefälle zwischen diesen Weltregionen. Und das ist relativ stabilisiert seit vielen Jahrzehnten. In den letzten zwei Jahrzehnten hat es sich nochmal radikalisiert. Und große Bevölkerungsmehrheiten in den Reichtumsgesellschaften leben gut davon unterwegs. Und das ist auch der Hintergrund dessen, warum sich da so wenig ändert. Und dazu komme ich jetzt in dem letzten Teil des Vortrages, nämlich wie reproduziert sich das, wie stabilisiert sich das, wie setzt sich das immer weiter fort. Ich habe gesagt, ich möchte keine bloße Systemkritik äußern. Also man könnte sagen, es ist ein System, ja, der Aneignung, Ausbeutung, Auslagerung, Abwertung, Abschließung und so weiter, ja, das prozessiert vor sich hin, aber nur, weil es real existierende Menschen gibt, dort unten und hier oben, ja, die alltäglich mitarbeiten, sei es wider Willen, an der ständigen Fortschreibung dieser systemischen Zusammenhänge. Und da ist der letzte kompliziertere Begriff, den ich Ihnen jetzt noch zumuten möchte zum Ende des Vortrags, da ist der Begriff des Habitus ganz zentral. Und ich spreche gut soziologisch, damit man es auch wirklich nicht versteht, von einem Externalisierungshabitus. Ja, und die Idee, die soziologische Idee des Habitus ist, dass Menschen, die in eine Gesellschaft gestellt sind, je nach der Position, in die sie gestellt sind, sich diese Position zu eigen machen. Das wird in der Regel in Nationalgesellschaften betrachtet und dann wird gesagt, wenn Sie in dieser Gesellschaft in einer schwachen Position sind, ja, wenig Einkommen haben, wenig Bildung, wenig soziale Netzwerke, die Sie für sich mobilisieren können, insgesamt wenig Handlungsspielräume, wenig Optionen, ja, wenn Sie zu den Unterschichten gehören, ja, dann eignen Sie sich diese Position in Gesellschaft relativ zu besser gestellten Positionen, eignen Sie sich selbst an. Die wird Ihnen sozusagen zur zweiten Natur. Es ist für Sie selbstverständlich, in dieser schwachen Position bestimmte Dinge zu tun und andere Dinge gar nicht überhaupt erst zu erwägen, sie tun zu können. Ja, und umgekehrt, wenn Sie in eine sehr ressourcenstarke Position gestellt sind, dann ist es Ihnen selbstverständlich, ja, wenn Sie da reingeboren wurden und da rein sozialisiert wurden, dann ist es Ihnen selbstverständlich, diese starke Position auch auszuleben. Ja, wenn Sie in einen wohlhabenden Haushalt gekommen sind, ist es für Sie selbstverständlich, ich studiere. Ja, weiß man nicht, ob Medizin, Jura oder Soziologie. Wenn die Eltern richtig reich sind, dann Soziologie, weil dann können sie nachher unterstützen. Das ist so ein Stereotyp, stimmt überhaupt nicht. Sehr gute Arbeitsmarktchancen für Soziologen und Soziologinnen. Nur nicht als Soziologin. Ne? Aber die kommen sehr gut runter. Aber wenn sie in einer sehr, sehr guten Position in der Gesellschaft, in einer machtvollen Position sind, dann ist es ihnen selbstverständlich, dass bestimmte Türen ihnen offen stehen und dann machen sie das wie selbstverständlich. Da muss man gar nicht mehr drüber reden. Und diese Idee, ja, des Habitualisierten, des wie selbstverständlich Angeeigneten, die gilt, das ist meine letzte These, auch weltgesellschaftlich. Die Bürger und Bürgerinnen der reichen Gesellschaften, denen ist es zur zweiten Natur geworden, nämlich zur Selbstverständlichkeit und zum Teil ihres Selbstverständnisses, so zu leben, wie sie leben. Ja, jetzt hier rauszugehen, sich ans Auto zu setzen und einen Kilometer um die Ecke zu fahren. Ich weiß nicht, wer es tut, ich beobachte es nachher auch nicht. Ja? Machen Sie, was Sie wollen. Aber es ist selbstverständlich, selbstverständlich. Ja? Oder heute Abend nochmal, ja, wenn es jetzt hier gibt, ja nachher keinen Stehempfang, wie ich sehe. Ja? Finde ich nicht in Ordnung. Aber dann fahren Sie halt nach Hause und holen sich nochmal, ja, Kühlschrank darf Sie ja nicht, eine Avocado, die sind ja so empfindlich, ja, diese Pflanzen. Holen sich eine Avocado und essen dann mal so richtig Energie, Arbeit und Natur aus anderen Weltregionen. Ja, und dann, Sie haben alle stressige Alltage, ja, arbeiten viel, hochproduktiv, vielleicht sogar in der Wissensökonomie, ja, so immateriell. Und dann sind irgendwann mal die Batterien alle und dann müssen sie aufladen. Wie lädt man Batterien auf? Man fährt zum Flughafen und fliegt zwei Wochen nach Gomera. Und danach kommt man wieder, ja, hat seinen ökologischen Fußabdruck nochmal massiv erweitert und dann kann es weitergehen mit dem Externalisieren. Und ohne jemandem nahe zu treten, sage ich jetzt zum zehnten Mal, natürlich möchte ich Ihnen zu nahe treten. Ja. Ich möchte Ihnen ganz nahe treten, aber jetzt nicht Ihnen als Person, sondern Ihnen in Ihrer Position in dieser Gesellschaft. Die es uns nämlich, da kann ich mich da nicht ausnehmen, die es uns einfach ganz selbstverständlich werden lässt, all das zu tun und uns es auch selbstverständlich werden lässt, dass die Welt so eingerichtet, wie sie eingerichtet ist. Und letztlich haben wir auch ein nicht
ausgesprochenes Interesse daran, dass es so bleibt. Ja, warum sollten wir jetzt aufhören wollen zu externalisieren? Ja, warum sollten wir uns den Schuh anziehen und sagen, naja, jetzt hören wir mal auf, jetzt drehen wir den Spieß mal um. Jetzt machen wir offene Grenzen, ja, lassen die Leute rein, lassen ihren Kuchen irgendwie teilhaben. Ja, wir versuchen unser Energieregime massiv runterzufahren, wir reduzieren unser Konsum so weit es geht in allen möglichen Lebensbereichen. Ja, wir organisieren ganz viel gemeinsam, öffentlich und ganz wenig nur privat. Warum sollte man das machen, wenn wir im Durchschnitt und in vielen, vielen Einzelfällen doch so gut davon leben? Und meines Erachtens sollten wir das machen und deswegen halte ich nicht nur wissenschaftliche Vorträge, sondern deswegen bin ich auch politisch aktiv und ich gebe ja zu, das verschwimmt auch so ein bisschen. Ja. Diesen Vortrag kann man als einen wissenschaftlichen, als einen politischen lesen. Und ich gebe auch zu, ich sage aber nichts dazu, ich gebe auch zu, ich bin auch Landtagskandidat, ja, aber leider für eine andere Partei, macht aber nichts und bin trotzdem super gerne hier. Ich glaube, warum man etwas ändern sollte, wenn wir auf den Trichter kommen, das zu tun, dann ist es eine Frage der politischen Verantwortung. Weil es gibt eine sehr schöne Idee einer Sozialphilosophin, einer, kann ich gerne noch mehr dazu erzählen, einer feministischen Sozialphilosophin aus den USA, Iris Mary Young, die sagt, es gibt so etwas wie Verantwortung für Gerechtigkeit. Und sie meint damit nicht moralische Verantwortung, also sie ist keine Moralphilosophin, sondern sie ist eine politische Philosophin und sie sagt ungefähr so, und das schließt jetzt einfach an das, was ich gesagt habe, und schließt auch das ab, was ich gesagt habe. Sie sagt, Menschen, die in soziale Verhältnisse gestellt sind, die so organisiert sind, dass sie permanent und strukturell immer wieder zu den Profiteuren gehören, dieser Verhältnisse, die stehen in der politischen Verantwortung, diese Verhältnisse zu verändern in Richtung auf mehr Chancengleichheit. Oder sie tragen die politische Verantwortung, genau das nicht zu tun. Ja, also sie haben die politische Verantwortung, das entweder alles so bestehen zu lassen, also Verhältnisse, die systematisch und strukturell ungleich und damit auch ungerecht sind. Ja, man kann diese politische Verantwortung abweisen von sich oder nicht wahrnehmen, aber, und deswegen halte ich auch solche Vorträge, naheliegender wäre es meines Erachtens, um nicht nur um die Rückschlageffekte zu verhindern, ja, und das Schlimmste, selbst wenn es das vielleicht nur wäre, aus eigenem Interesse zu sagen, jetzt muss mal was anders organisiert werden hier, weil es schlägt gerade alles auf uns zurück. Ansonsten hat man die politische Verantwortung, Verhältnisse zu verändern, die systematisch ungerecht sind und die, wenn wir ehrlich sind, wenn Sie heute Nacht ins Bett gehen und sich mal nur mit sich unterhalten, dann werden Sie sich sagen, nee, eigentlich will ich diese Verhältnisse nicht. Und eigentlich kann sie nun an diese Gesellschaft wurden. Dankeschön. Vielen herzlichen Dank für den sehr informativen und viel zu nahe getretenen Vortrag. Genau richtig so. Wir haben jetzt Zeit für Diskussion. Nicht gleich die ersten Hände in die Luft schießen, einer schon. vielleicht kann ich trotzdem eine Frage gleich vorab stellen. Vielleicht ist die Antwort auch länger. Wie könnte eine alternative Gesellschaftsform oder System aussehen? Und jetzt ist wahrscheinlich der nächste Vortrag angesagt. Ja, lehnen Sie sich zurück, ja. Schließen Sie die Augen, es kann jetzt dauern. Und niemand verlässt den Raum. Das ist natürlich die eine Mega-Frage. Also wie könnte eine andere Gesellschaft... Also ich meine, Sie können natürlich, ich möchte jetzt nicht so lange reden, weil ich habe jetzt wirklich lange geredet, Sie können natürlich möglichst viel Rückmeldungen haben und wiederum Rückmeldungen geben können. Aber Sie können natürlich in einfachster Weise sagen, naja, die müsste genau umgekehrt aussehen. Also es müsste eine Nicht-Externalisierungsgesellschaft sein. Ja, und jetzt könnte man es durchdeklinieren. Fangen wir einfach nur dabei an, bei diesem einen Punkt der Abwertung. Ja, Natur, ich meine, Sie machen jetzt gerade das Volksbegehren. Ja. Natur und Arbeit, lebendige Natur und lebendige Arbeit nicht als etwas zu sehen, was man sich beliebig aneignen kann, so als wäre es kostenlos oder als würde es fast nichts kosten oder als würden wir diese Kosten einfach ausblenden können. Ja? Also Natur und Arbeit, den arbeitenden Menschen irgendwo anders, also natürlich selbstverständlich den hierzulande auch,
Das wird ja häufig gesagt, ich vernachlässige die innergesellschaftlichen Ungleichheiten, weil ich jetzt über globale Ungleichheiten spreche. Nichts läge mir ferner. Das kann sich ein Soziologe gar nicht leisten. Und es ist selbstverständlich so, dass auch Externalisierung hierzulande dadurch funktioniert, dass es hier Ungleichheiten gibt. Und selbstverständlich, wer hier ressourcenstärker ist, hat mehr Externalisierungsgeschehen auf seinen Schultern lasten und deswegen auch eine größere politische Verantwortung. Aber erstmal würde man sagen, diese Gesellschaft müsste übereinkommen, ja, wenn es sagt, wie sehen andere eine Alternative aus, müsste übereinkommen, der Arbeit Dritter und der lebendigen Natur da draußen einen Subjektstatus zukommen zu lassen. Also die anerkennen als etwas, was verletzbar ist und was nicht verletzt werden soll. Das klingt jetzt wie eine Predigt, ja? Aber das sind philosophisch, sozialphilosophisch gut begründbare Grundüberlegungen, ja? Beispielsweise. Also auf der allgemeinen Ebene der Prinzipien können wir das verhandeln. Und dann können Sie natürlich runtergehen und sagen, ja, das müssen wir jetzt am Sojaanbau oder in Argentinien oder Textilproduktion in Bangladesch ändern. Und da würde immer gelten, und das macht es aber dann so schwierig, aber deswegen ist die Frage auch richtig gestellt, also was wäre der Entwurf einer anderen Gesellschaft? Das können jeweils keine einzelnen Eingriffe sein. Also wenn Sie jetzt sagen, beispielsweise, wir importieren jetzt keine Textilien mehr aus Bangladesch, ja, oder erst, wenn die nach Arbeits- und Sozialstandards produziert werden, die auch hier herrschen, dann kann man zu Recht sagen, wenn es dabei nur bleibt, dann ruiniert man die Textilindustrie in Bangladesch und entledigt die Frauen und Kinder dort auch noch der Möglichkeit der Arbeit und des Einkommens. Also wenn es das nur wäre, ja, dann muss man sagen, das ist keine gute Idee, unter sonst gleichen Verhältnissen. Das heißt, man muss die Textilproduktion in Bangladesch verändern und gleichzeitig muss man den Konsum und die Produktionsweisen hierzulande ändern. Das greift unmittelbar ineinander. Man kann das eine ohne das andere nicht denken. Und deswegen finde ich, zu jedem Gesellschaftsentwurf, alternativen Gesellschaftsentwurf, gehört vor allem dieses, soziologisch würde ich sagen, dieses relationale Denken. Das Denken in Beziehungsstrukturen. Ja, wie hängt meine Lebensweise, wie hängt unsere Form der Organisation, der Produktion mit Verhältnissen anderswo zusammen? Ja, wie spielen die ineinander? Wie wirken die miteinander? Und wenn man an einer Stelle etwas verändert, dann muss man systemisch auch an einer anderen Stelle was verändern. Sonst hat das wiederum Konsequenzen, die man möglicherweise nicht wollen kann. Das ist jetzt blumig und unkonkret, ja, aber ich glaube, man muss erst an Prinzipien denken. Ja, und dann kann man die durchdeklinieren an konkreten Beispielen. Sie hatten eine Frage gleich. Ja. Wir haben uns jetzt also sehr unglücklich gemacht. Wir haben uns gesagt, was alles schlecht ist, wie schlecht es alles ist und wie wenig überhaupt die Chance ist, für den Einzelnen irgendetwas zu ändern. Erwarten würde ich natürlich etwas Positives. Wenn ich hier rausgehe, dann sage ich, okay, das wäre jetzt der Weg. Auf diesem Weg könnten wir gehen. Man könnte zum Beispiel eine Bader-Meinhof-Gruppe gründen und alle Politiker, die lieben schlechten Gesetze, es sind jetzt schlechten Gesetze, nach denen wir leben und die also funktionieren und die also dieses alles bewirken, dann bringen wir alle die Leute um. Oder so, dann hätten wir alle was. Da könnten wir jetzt losgehen und auch das könnten wir versuchen. Aber ich hätte eigentlich von Ihnen erwartet, dass Sie uns eine etwas leichtere und eine etwas eher mögliche Form. Ja, vielen Dank. Da steht jetzt ganz viel drin. Ich könnte jetzt verschiedene Pfade der Antwort wählen. Also, vielleicht vorausgeschickt, ich habe nicht gesagt, dass Sie nichts tun können. Ja, ich habe jetzt nicht explizit gesagt, und das werde ich jetzt auch trotz Ihrer Aufforderung nicht machen, also weder machen können noch machen wollen. Ich bin auch ehrlich gesagt nicht in der Position, um Ihnen das zu sagen. Ich kann jetzt nicht sagen, was Sie jetzt tun sollen. Ja, 10-Punkte-Plan, gehen Sie raus, ja, und in den nächsten 10 Monaten erledigen Sie Folgendes. Ich habe aber nicht gesagt, dass Sie individuell nicht handlungsfähig sind. Handlungsfähigkeit ist weltgesellschaftlich extrem ungleich verteilt und wir, jeder Einzelne, im Weltmaßstab gesehen, gehören zu den handlungsfähigsten Menschen überhaupt. Ja, wir haben ganz viele Möglichkeiten, nur wir nutzen sie auf sehr schräge Art und Weise, individuell und kollektiv. Ja, also ich würde in keiner Weise sagen, dass wir nichts tun können. Jetzt, wenn es konkreter wird, was sollte man tun? Bader-Meinhof überlasse ich Ihnen, wer jetzt dazu
ja, wer abgeschlossen hat mit seinem Leben und ansonsten ja, nichts mehr zu verlieren hat, bitte, meinen Segen haben Sie. Darf aber jetzt nicht öffentlich werden. Ansonsten würde ich eher sagen, eigentlich ist eher kollektiver Selbstmord angesagt, weil diese Gesellschaft lebt so weit über ihre Verhältnisse, ja, und die Verhältnisse des Globus, dass man den Energie- und Ressourcenbedarf dieser Gesellschaft um 7/8 reduzieren müsste, um irgendwie in einem starken Sinne nachhaltig zu sein. Ja, und 7/8 Reduktion heißt eigentlich kollektiver Selbstmord. Das heißt, alles, was hier läuft, wäre überhaupt nicht mehr möglich. Unser gesamtes Alltagsleben, alle diese gesamte Institutionenordnung dieser Gesellschaft, die gesamte Infrastruktur würde nicht mehr funktionieren. Das kann also auch nicht der Weg sein. Ja, das ist also entweder ja, der terroristische oder der Selbstmordweg. Aber was ich definitiv nicht sagen wollte, ist, dass die Politiker schuld sind. Ja, oder die Gesetze. Ich habe gesagt, wir leben in einer Gesellschaft, die so eingerichtet ist, ja, dass sie uns auch zu bestimmten Verhaltensweisen zwingt, die wir nicht wollen können. Das war meine These. Und zwingen heißt, wenn wir in dieser Gesellschaft, zwingen heißt jetzt nicht nur, ja, dass da irgendwie waffenbewehrte Einheiten stehen und uns dazu anhalten, das zu tun, was wir tun. Aber die Art und Weise der Organisation der Ökonomie zwingt uns dazu, ja, alltäglich einer Beschäftigung nachzugehen in Unternehmen, die Scheiße produzieren, ja, oder die auf eine Art und Weise produzieren, die wir nicht wollen können, entweder hierzulande schon oder woanders. Ja, wir sind gezwungen, aber wenn wir Erwerb haben wollen, wenn wir Einkommen haben wollen, wenn wir irgendwie ja, unser Leben nach bestimmten Vorstellungen des guten Lebens, die in dieser Gesellschaft herrschen, verfolgt wollen, wenn wir für unsere Kinder was Gutes haben wollen, ja, dann sind wir eigentlich gezwungen, nach den Regeln und Normen dieser Gesellschaft zu leben. So, und insofern könnte man sagen, strukturell, systemisch, wenig Handlungsspielräume. Aber wir sind alle sehr ressourcenreiche Menschen in dieser Gesellschaft, also im Weltmaßstab sowieso, aber ich glaube auch, wenn ich hier mich umgucke, im absoluten Maßstab dieser Gesellschaft, wir sind ressourcenreich, wir können ganz viel tun. Und dann würde ich sagen, wenn Sie sagen, was nehme ich jetzt mit hier raus? Ja, ich sage, politisiert euch. Jetzt sind Sie vielleicht schon alle ÖDP-Mitglieder und sagen, habe ich nicht mehr nötig, tue ich schon. Ja, dann habe ich hier leider eine schlechte Selektion und hätte den Vortrag anderswo halten sollen. Aber die Grundidee ist nicht nur, einer Organisation beizutreten, die sich als eine politisch versteht, sondern seinen Alltag zu politisieren. Das, was man alltäglich macht, ja, und auch den Verhältnissen, die Verhältnisse, denen man alltäglich unterworfen ist, die zum Thema zu machen. Ja, warum ist es eigentlich so, dass bestimmte Güter produziert werden und so produziert werden, wie sie werden, dass sie importiert werden können? Warum ist es so, ja, dass bestimmte Art und Weisen des Konsums ganz normal sind? Ja, wie kann es sein, dass in den letzten 10 Jahren 5 Millionen weitere PKWs zugelassen wurden in der Bundesrepublik Deutschland? Ja, dass der PS... die durchschnittliche PS-Zahl dieser PKWs des Gesamtbestands um 25% gestiegen ist. In den letzten 10 Jahren. In einer Gesellschaft, die sich für ihr Umweltbewusstsein seit 2-3 Jahrzehnten wirklich ständig auf die Schulter schlägt. Ja? Also Umweltweltmeister allenthalben. Ja? In 2018 Neuzulassungen von PKWs durchschnitts PS-Zahl 150, zum ersten Mal in der Geschichte der Republik. Ja, ein durchschnittlicher Wagen, ja, ein durchschnittlicher, und nur die obersten 10% sind jetzt die SUVs, die wir jetzt alle dann vor Augen haben, sagen, ja, die, ja. Nein, der ganz normale Automobilist lebt auf einem Fuß, der einfach absurd ist, ja, absurd. Und zwar in einer Weise, die vor 2, 3 oder 4 Jahrzehnten noch nicht gegeben war. Ja, also es ist nicht nur irgendwie etwas, was vor mehreren Jahrzehnten in den Sand gesetzt wurde und jetzt nicht weiter produziert, sondern wir machen ständig, wir legen ständig noch ein Schiff drauf. Und wenn man den Alltag politisiert und sich fragt, was treibe ich eigentlich, was treiben die anderen, was treiben wir gemeinsam, wenn man sich wirklich gemeinsam fragt, ja, was tun wir hier eigentlich und wie wollen wir es anders regeln, das ist für mich das, was zu tun wäre, und das ist die Botschaft, die ich mitgeben würde. Aber nicht, dass ich sage, so, wir brauchen jetzt ein Grundeinkommen, wir müssen ein neues Welthandelsregime haben, ja, wir brauchen ein Verbot von bestimmten Produkten, wir brauchen ein Verbot von Inlandsflügen, das würde ich privat und persönlich und politisch alles unterschreiben. Aber das ist keine Botschaft, die ich mitgebe. Ja, die Botschaft ist, politisiert euch. Und da ich euch nicht duze, würde ich sagen, politisieren Sie sich.
Sind die Gegner Grundeinkommen? Bitte? Sind die Gegner Grundeinkommen? Der kann ein gegen das Grundeinkommen sein. Ich bin nicht gegen das Grundeinkommen. Darf ich noch eine Frage stellen? Ich bin nicht gegen das Grundeinkommen. Nein, gar nicht. Ich finde die Idee des Grundeinkommens bestechend. Ich finde vor allem die Idee des bedingungslosen Grundeinkommens bestechend. Also die Idee, dass Bürger und Bürgerinnen ein bedingungsloses Recht haben, ja, der Teilhabe am gesellschaftlich geschaffenen Reichtum. So. Das finde ich eine bestechende Idee. Und dann ist die Frage, wer sind die Bürger und Bürgerinnen? Ja, sind es nur deutsche Staatsbürgerinnen oder nur deutsche Staatsbürgerinnen ihnen als gleich anerkannte? Ja? Was bedeutet ein Grundeinkommen jetzt weltweit? Ja, hat man da die Vorstellung, es gibt nationale Grundeinkommen auf unterschiedlichen Stufen, herzlich der Produktivität der Ökonomie. Und ich würde sagen, ein Grundeinkommen allein, das ist mein größter Vorbehalt eigentlich. Es gibt Propagandisten des Grundeinkommens, die sagen, lasst uns das Grundeinkommen einführen und das verändert die gesamte Gesellschaft, und zwar in jedem Belang. Ja, dann müssen die Leute weniger arbeiten, ja, und die machen nur noch das, was ihnen gefällt, ja, und die Arbeit, die sie dann noch machen, muss viel besser bezahlt werden, ja, und dann hat man auch den Kopf frei, sagen, was wollen wir eigentlich, außer arbeiten. Das Grundeinkommen ist eine gute Sache, und das Bedingungslose ohnehin, erstens, wenn es auf einem angemessenen Niveau ausgezahlt wird, das ist das Erste, nicht umsonst sind Siemens-Vorstandschefs, ja, oder liberale Ökonomen auch für ein Grundeinkommen, wenn es ungefähr auf Hartz-IV-Niveau ausgezahlt wird. Und es kann nur ein Teil der Lösung sein, weil das Grundeinkommen operiert erstmal auf der Verteilungsdimension. Ja? Es wird irgendwas produziert, werden Werte geschaffen und die sollen möglichst direkt verteilt werden. Bin ich sofort dabei. Aber die Frage ist, wo kommen die Werte her? Ja, wie wurden die produziert? Und dann sind wir bei meinem Thema unter anderem. Aber wenn wir uns nicht die Produktionsverhältnisse anschauen, nicht sagen, wir müssen die Produktion demokratisieren, wir müssen gemeinsam gesellschaftlich entscheiden können, was soll produziert werden und was nicht, ja, wie schaffen wir den Wert, den wir dann über bedingungsloses Grundeinkommen umverteilen. Ja, wenn wir die Frage stellen, dann bin ich beim Grundeinkommen eher mit bestimmten Vorbehalten belastet, weil wir dürfen nicht nur die Verteilungsfrage stellen, sondern wir müssen die, das klingt jetzt marxistisch, ist es vielleicht auch, ist aber egal, wir müssen die Produktionsfrage stellen, ja, wir müssen die wirtschaftliche Entscheidung demokratisieren und nicht nur die Verteilungsentscheidung. Vielleicht bevor die nächste Frage ist, wenn so eine Meldung ist, als Kurzzusammenfassung, könnte das vielleicht korrekt sein, wenn man sagt, jeder Einkaufszettel ist ein Stimmzettel. Sie bestimmen, was gekauft und was produziert wird. Nein. Das ist eine für mich nicht erträgliche Zusammenfassung. Nee, das ist natürlich Quatsch. Auch da können wir sagen, ist vielleicht Teil des Ganzen. Aber ich, nee, genau. Aber wenn Sie mich fragen, was soll ich, wenn ich jetzt rausgehe, denken, sagen oder tun, dann würde ich sagen, was ich nicht möchte, ist, dass irgendjemand aus dem Raum geht und sagt, naja, wir als Konsumentinnen mit unseren Kaufentscheidungen ändern die Welt. Ja? Wir kaufen jetzt nur noch, was alles gut ist, wir kaufen jetzt nur noch Fairtrade, ja, oder kaufen überhaupt weniger, ja, oder ne, setzen Unternehmen mit unseren millionenfachen Kaufentscheidungen unter Druck, anders zu produzieren oder anders zu produzieren. Das ist ein Element, ja. Aber man wird nicht, also die Geschichte der kapitalistischen Produktionsweise, die im Mittelpunkt stand, zeigt uns, lehrt uns, dass über Kaufentscheidungen, ja, und deren Verschiebung und Veränderung die Produktionsweise selber in keiner Weise angegriffen wird. Ja, wir können jetzt alle Fairtrade-Kaffee kaufen, ja, und dann, abgesehen davon, wie die Fairtrade-Regularien sind, ja, dann findet dieses System, ja, und finden die Akteure, die einen Akkumulationszwang haben, die immer neue Profite erwirtschaften müssen, um in der nächsten Periode auf der weiteren Stufe das ganze Ding wieder am Laufen zu halten, finden neue Bedarf und Bedürfnisse, von denen wir plötzlich denken, ja stimmt, wusste nie, dass ich sie hatte, aber jetzt habe ich sie auch. Ja, der Kapitalismus, die kapitalistische Produktionsweise, ist ein vor allem besonders erfolgreiches Bedürfnisproduktionssystem. Ja, und durch Kaufentscheidungen, ja, jetzt kaufen wir mal entsprechend eines anderen Bedürfnisses, wird man dieses System nicht aus den Angeln heben können. Ja, deswegen, also bioethisch konsumieren, sehr gut, aber es dabei belassen, eher schlecht. Sagen,
wir sollen uns politisieren. Was ist denn mit den Religionen so schief gelaufen, dass wir uns auf diese Werte nicht mehr besinnen können? Ich meine, vor ca. 120 bis 100 Jahren haben wir das Judentum dämonisiert, jetzt sind es die Moslems. Im Christentum, ich meine, die Entwicklung, die wir seit den 40er Jahren so gemacht haben, die beobachte ich auch. Aber was ist so schief gelaufen, dass wir nicht sagen können, wir sollen uns wieder auf unsere religiösen Fundamente besinnen und wieso können wir uns nicht darauf die wieder praktizieren? Was heißt wieder? Überhaupt mal? Ja, also ich meine, es geht jetzt für das, was ich gesagt habe, für die Vorstellung, auf welchen normativen Begründungen, auf welchen Werthaltungen beruht jetzt so eine Vorstellung einer anderen, einer alternativen Gesellschaftsordnung. Da könnte man sagen, eine Möglichkeit wäre das Ernstnehmen von christlichen oder von Werten, die aus der christlich-jüdischen Tradition stammen, ja, die wirklich ernst zu nehmen. Das fällt natürlich in ein Zeitalter, jetzt, also wir müssen ja mit real existierenden Menschen und Gesellschaften irgendwie uns überlegen, was kann da weitergehen, kann es nach vorne gehen oder nur nach hinten oder wird alles ganz schlimm. Da muss man natürlich sehen, dass die Motivationskraft von christlichen Wertideen in den letzten Jahrzehnten abgenommen hat, massiv abgenommen hat. Das wird man nicht ohne weiteres zurückdrehen können. Ja, man wird sozusagen säkularisierte Gesellschaften nicht ohne weiteres wieder zu welchen machen können, wo in der Breite, ja, also breite Bevölkerungsmehrheiten aufgrund ja, eines Anerkennens, einer Annahme von diesem Wertekatalog sich entsprechend verhalten. Man müsste aber zumindest von denjenigen Akteuren, die das für sich in Anspruch nehmen, ja, zumindest von denen reklamieren, dass sie das auch ernst nehmen. Ja, oder dass sie in Zukunft darauf verzichten, dieses Christliche in irgendeiner Weise auch, in irgendeiner Weise, auch nur in der oberflächlichsten Weise des Namens in Anspruch zu nehmen. Ja, also das, was passiert, also das zum Objekt machen von Menschen und von Natur, ist etwas, wo Sie sagen können, das widerspricht zentral dem Wertekanon von christlichen Religionen. Und wenn Sie Papst Franziskus lesen, ja, oder die letzte Enzyklika, ja, dann werden Sie da einiges finden, was genau in diese Richtung zieht. Ich würde sagen, die alternative Gesellschaft wird sich vermutlich, so wie Gegenwartsgesellschaften strukturiert sind, aus ganz verschiedenen Quellen speisen müssen. Und eine wird diese sein. Aber für andere Menschen wird es gar nicht so naheliegend sein, das irgendwie im christlichen Wertekanon zu suchen, sondern vielleicht eher so etwas, wie ich das gesagt habe, also Leute, die mehr intellektuell ticken, gehen vielleicht mehr auf das, was ich gesagt habe, ja, irgendwie die politische Verantwortung, wenn man in ein Verhältnis gestellt ist, wo man systematisch schon profitiert, ja, dann in Erwägung zu ziehen, ob man nicht in der politischen Verantwortung steht, das auch wieder auszutarieren. Ja, und andere werden, und das haben wir in den letzten zwei, drei Jahren auch gesehen, es wird ja mittlerweile behauptet, dass es eine bestimmte Stimmung gegenüber Migrantinnen und Zuwanderern und Geflüchteten gäbe. Ich habe das ganz anders wahrgenommen, dass es eine sehr, sehr breite Hilfsbereitschaft gab und Solidaritäten auf so eine Alltagssolidarität, eine Alltagsnähe, so eine Alltagsspontanität der Hilfe, der Unterstützung, einfach ja, das gegenseitig, ja, irgendwie sich Menschseins, ja, darauf kann es auch beruhen, es muss gar nicht christlich motiviert sein. Aber ich glaube, es werden verschiedene Quellen sein, aus denen Sie das speisen müssen. Will ich nur noch eine kurze Frage? Ja. Weil Sie auch dieses permanente Wachstum ansprechen. Also ich kenne aus dem Jüdischen das Brachjahr. Lauter bitte! Ich stehe mal auf. Ja. Ich kenne aus dem Jüdischen das Brachjahr. Christlichen kenne ich kein Pendant mehr, ich weiß nicht, warum wir das nicht übernommen haben, und Muslime haben Ramadan, indem sie einfach mal runterkommen und Produktion sein lassen. Wieso schaffen wir das nicht? Einfach mal, warum muss das immer Wachstum sein? Ja, dazu da könnte ich gleich den nächsten Vortrag halten, ja, weil ich glaube, das hat kulturelle Wurzeln, ja, das hat. Also ich glaube, die zentrale Wurzel ist die ökonomische, die habe ich angedeutet. Ja, also das etablierte und lange auch gewachsene System der ökonomischen Produktionsweise. Es hat soziale Wurzeln. Ja, wir leben, ob wir das wollen oder nicht. Wir können das
normativ ablehnen, aber wir leben in einer durch und durch in einer Konkurrenz- und Wettbewerbsgesellschaft. Ja, und auch der Sozialvergleich, ja, die Form des Sozialvergleichs, was hat wer, und ich rede nicht von Neid, ja, es geht mir nicht um, warum wir leben in einer Neidgesellschaft und wir sollten nicht so neidisch sein, sondern der Sozialvergleich, eine basale soziale Praxis, soziologisch gesehen, sich mit anderen zu vergleichen. Wir haben zu schauen, was macht der, was macht ich, ja, was machen Dritte, warum machen wir das, wer hat wie viel, warum habe ich nicht mehr als der andere, warum hat er so wenig, ja, wie kommt man an mehr und so weiter. Das ist sozial einfach gewachsen auch. Ja. Also es gibt soziale Wurzeln, diese Wachstumslogik, ökonomische und kulturelle. Und bei zu den kulturellen gehört, glaube ich, auch, dass wir eine Vorstellung von gutem Leben haben, zu dem das Mehr dazugehört. Ja, und in unterschiedlichsten Belangen. Mehr ist positiv bestimmt und weniger einfach negativ. Jetzt hatten wir zwei Fragen, eine hier, dann da, da hinten sich auch noch mit. Fangen Sie an. Ja, also ich wundere mich, dass es uns schon so lange gelungen ist, dieses System der 6a aufrechtzuerhalten. Sie sprachen vom Habitus oder von der Gewohnheit, von der sozialen Umwelt, dass man ja angeboren wird. Spielt nicht auch die Gewalt eine Rolle, beziehungsweise unsere militärische Überlegenheit? Ja, also wenn ich mehr Zeit gehabt hätte, also ich mache gerade, ne, an der Uni mache ich gerade ein Seminar zur Geschichte der Sklaverei, ja, und zu Kolonialismus, Imperialismus, und wenn Sie sagen, spielt da nicht Gewalt eine Rolle, aber hallo. Gibt ein wunderbares Buch, was ich zum Beispiel empfehlen kann, von einem Historiker, Sven Beckert, das heißt in der deutschen Fassung, trotzdem im englischen Titel, aber auch genau die deutsche Fassung, King Cotton, ja, das Baumwollimperium, der zeigt an einem Produkt, ja, an der Baumwolle, wie seit 500 Jahren, ja, sich der, sozusagen ein eurozentrischer Kapitalismus entwickelt hat, der in den ersten mehreren hundert Jahren ganz zentral auf Gewalt beruht hat. Ja, auf der gewaltsamen Eroberung von Ländern und der gewaltsamen Ausbeutung von natürlichen Ressourcen, Menschen auf bestimmten, ja, Vernetzungen des schon frühen globalen Kapitalismus, auf ungleichen Tausch, auch damals schon auf ungleichen ökonomischen und ökologischen Tausch, ja, und beispielsweise auf der Sklaverei. Und neben der Gewalt auf einer unglaublichen Doppelmoral. Ja, das Zeitalter der Aufklärung in Europa ist das Zeitalter der Durchsetzung von Sklavenhaltergesellschaften, ja, in Lateinamerika, in der Karibik und in den Südstaaten der USA. Ja, also die Feier des freien Menschen in Europa geht einher mit der Versklavung, der europäisch getriebenen Versklavung von Menschen in anderen Weltregionen, und zwar über lange, lange Zeiten. Und das 20. Jahrhundert ist eigentlich dadurch gekennzeichnet, dass die Externalisierungsgesellschaft sich nochmal in dem Sinne sozusagen perfektioniert, dass sie zunehmend weniger auf ausgeübte militärische Gewalt sich stützen muss, sondern auf die Androhung von militärischer Gewalt, ja, und dass sie diese ungleichen Verhältnisse verrechtlicht. Ja, also die WTO, das Welthandelsregime, ja, ist sozusagen der koloniale Imperialismus mit anderen Mitteln. Jetzt mal ganz stark gesagt. Ja. Aber das hat eine Geschichte, die sehr lange, sehr gewaltsam, sehr blutig war. Aber sagen Sie mal deutschen Durchschnittsbürgern, dass der deutsche Reichtum heute zu nicht unerheblichen Teilen, wenn man das historisch rekonstruiert, zu nicht unerheblichen Teilen auf Kolonialismus beruht. Dann würde ihm jeder sagen, also hallo. Also erstens war Deutschland keine Kolonialmacht, ja, das waren die Engländer, die Franzosen, die Spanier, die Portugiesen. Ja, und wenn, dann wir nur ganz wenig, ein bisschen Namibia, ja, ein bisschen Kamerun und sonst nicht viel. Ja, aber sondern das Einklinken in koloniale, imperiale Verhältnisse der Produktion, des Konsums, des Wirtschaftens, der Ausbeutung von Arbeitskraft, ja, das war sozusagen die Initialzündung für den Industriekapitalismus in England und dann in Europa. Sven Beckert sagt sehr schön, der Kriegskapitalismus, aus dem Kriegskapitalismus ist der Industriekapitalismus entstanden, der dann viel auf sich hält, weil er sagt, es ist die Gewalt der Dampfmaschine, die das Ganze geschaffen hat und nicht die blutige Gewalt gegenüber anderen Menschen. Ja, danke. Herr Gart, also die Situation
dass immer weniger Leute, also im Berufsleben, im Wirtschaftsleben, immer mehr arbeiten müssen. Die spitzt sich immer weiter zu. Das kann so nicht weitergehen. Die Tatsache ist, die ganzen Burnout-Syndrome, die immer mehr zu den Staatsanwälten und Richter werden mit dem Asylproblem nicht mehr fertig, die gehen zum Psychiater. Bayern hat 50 oder will 50 zusätzliche psychiatrisch-soziale Stellen installieren. Wo soll das hinführen? Die Arbeitswelt, die arbeitenden Leute, die schaffen das nicht mehr. Ja? Und das nimmt immer mehr zu. Vor 50 Jahren gab es einen Soziologen, Helmut Schelsky, der hat das Buch geschrieben, der war also bei den 60er-Gruppe, bei den 68er war er natürlich sehr unbeliebt. Die Arbeit und die anderen. Ja? Und da ist was Wahres dran. Ja? Wer macht letztlich die Arbeit? Wer tut zur Produktivität, zur Welterwartung beitragen? Und wer ist Nutznießer davon? Wer tut nichts? Wer hat ein arbeitsloses Einkommen? Naja, das brauchen wir auch. Fragen hier, ja, Riesenfragen. Also erstens, Helmut Schelsky war ein konservativer Soziologe, der jetzt die Arbeit und die anderen eine intellektuelle Kritik eigentlich formuliert hat. Ne? Also sozusagen die intellektuellen Kaste, die über denen schwebt, die eigentliche Arbeit macht und dann aber auch noch irgendwie, das war sozusagen, Helmut Schelsky hat sich als, der war Soziologe, hat sich als Antisoziologe bezeichnet und hat gesagt, ich kritisiere jetzt mal die Soziologen, die irgendwie abgehoben, so wie ich wahrscheinlich darüber reflektieren, ja, wie die Welt auch sein könnte, wenn alles gut gehen würde. Das war eigentlich der Impuls von Herrn Schelsky, aber das ist nochmal eine andere Frage. Sie haben gesagt, immer weniger Menschen arbeiten immer mehr. Also wir haben die höchste Erwerbsquote in Deutschland aller Zeiten. Also erstens haben wir eine Ausdehnung von Erwerbsarbeiten, von Lohnabhängigkeit. Und eine Intensivierung. Immer mehr Menschen in dieser Gesellschaft sind eigentlich dem Arbeitsregime unterworfen. Ja, früher gab es noch sowas wie die Hausfrau. Ja, dann hat man entdeckt, dass alle gebraucht werden. Ja, es gibt eine ganz starke Ausdehnung von Beschäftigung. Allerdings nicht zu so einem Standards, die man vielleicht für die männlichen Beschäftigten in den 70er Jahren oder im Kern hatte, sondern eher viel prekäre Beschäftigung auch. Und zu dem, was Sie sagen, Burnout und sozusagen überzogene Ansprüche an die Beschäftigten, da könnte ich jetzt wiederum sagen, jetzt halte ich nochmal einen Vortrag, nämlich diese Externalisierung hat nochmal eine andere Seite, nämlich das Auslagern irgendwo in entfernte Weltregionen. Es gibt nochmal eine andere Form der Externalisierung der Kosten, nämlich indem die Subjekte sie internalisieren. Ja? Indem das, was diese Gesellschaft an Kosten produziert, die Einzelnen sozusagen sich irgendwie anziehen müssen und sagen, ja, ich bin schuld, ja, ich muss mehr leisten, ich muss mich mehr anstrengen, ich muss meine Chancen nutzen, ja, ich muss sehen, dass aus meinen Kindern was Vernünftiges wird, ja, ich muss denen nicht nur abends vorlesen, sondern ich muss in ihre Bildung investieren, ja, wenn heutzutage kaum mehr soziale Mobilität möglich ist, dann muss wenigstens ich es schaffen für meine Kinder und so weiter. Wir haben ein ganz starkes Wettbewerbs- und Konkurrenzregime, was sich jeder Einzelne, und das war es wiederum dieses Gefangene, mit Gefangenen gehabt, mit Gehangen, was eigentlich sich jeder Einzelne anziehen muss, ja, und wo er sich irgendwie zu verhalten muss, wenn er oder sie nicht auf der Strecke bleiben möchte. Deswegen, ich glaube, die Auslagen von Kosten, das, worüber ich heute Abend erzählt habe, steht auch im Verhältnis dazu, dass hier die Normalbeschäftigten immer stärker, ja, irgendwie verantwortlich gemacht werden dafür, dass sie ihr eigenes Leben hier erfolgreich fristen können. Und ich glaube, das in einer Weise, die ich jetzt auch noch nicht ganz geschaut habe, das hängt miteinander zusammen. Und ich glaube, das spricht insgesamt für ein System, was eben ein hohes Maß an Destruktivität hat. Auch, ne, auch destruktiv wirkt auf die Leute, die alltäglich diesem System, und zwar eines, das vor allem, wenn es immer weiter nach einer Schraube dreht, die diesem System unterworfen sind. Darf ich noch mal kurz sagen, zu dem Herrn da drüben, was im ethischen Beitrag oder ethischen Appell, das finde ich gut, was er gesagt hat. Aber dazu ist es erforderlich, wir müssen erst eine Notsituation, eine viel größere Notsituation, also wir haben ja jetzt sozusagen Kriegsverhältnisse und so weiter, und Kriegerischen Kriegen sowieso,
wir brauchen, um in die Religion abzudriften und in die Ethik, bräuchten wir ein Unheilsituation. Muss nicht vielleicht ein Krieg sein, aber in diese Richtung, damit der Mensch zur Besinnung kommt. Ich möchte Ihnen ein Beispiel geben, der Mittelhof, der Karstadt-Platier, ja, das ein dermaßen unsympath, arroganter Unsympath ist, der mir rübergekommen, ja, der in Saus und Braus gelebt hat mit Flugzeugen, Yachten, Villen, Saint-Tropez, der ist jetzt plötzlich in seiner Haft zur Besinnung gekommen, der hat zum Beispiel zu Gott gefunden. Dann gibt es einen großen Betrüger, ja, der auch wieder im Fernsehen auftaucht und so weiter, der auch während der Inhaftierung auch wieder zu Gott gefunden hat. Und so wie die einzelnen Leute dann sozusagen zu Gott gefunden haben, muss also die Gemeinschaft in Not geraten und vielleicht nicht unbedingt zu Gott zu finden, sondern wie Sie das selber sagten, richtigerweise dann in andere Schienen, in andere Nischen, humanistische oder was weiß ich, um da eben die Gesellschaft zu verändern. Ich weiß gar nicht, was ich zuerst fragen soll, muss ich sagen. Was sagen Sie denn dazu, dass eigentlich behauptet wird, es ist... Lauter, bitte. Jetzt bin ich eh schon so laut. Was sagen Sie denn dazu, dass immer behauptet wird, dass diese Länder, in die externalisiert wird, davon profitieren, dass da ja Arbeitskraft geschaffen wird, dass da Arbeit geschaffen wird und dass das eigentlich eine Win-Win-Situation ist? Ja, ich habe jetzt schon zweimal mit Rainer Hank einen Schreibgespräch gehabt, weiß nicht, wie ihm der etwas sagt, das ist der leitende Redakteur der Wirtschaftsredaktion der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung, und der treibt dieses Argument, ja Mensch, die profitieren doch davon, andere Religionen, da wird Arbeit geschaffen, Einkommen geschaffen, und damit können sie sozusagen auch eine Entwicklung nehmen, die hierzulande eben vor 150 oder 200 Jahren genommen wurde, der treibt dieses Argument als bekennender Neoliberaler wirklich, der ist, tut man ihm kein Unrecht, weil er das selber sagt, der treibt es zur Spitze und sagt, wie verändern wir Welt? Wir müssen alle mehr bei Primark kaufen. Ja, Leute, kauft bei Primark, ne, kauft nur noch Billigtextilien aus Bangladesch, weil das ist deren Entwicklungsstrategie. Und das kann man jetzt zynisch finden, würde ich auch selber finden, aber man kann auch einfach analytisch sagen, die Vorstellung, dass Gesellschaften, beispielsweise Bangladesch, ja, über einen Weg der Billigproduktion oder der Nischenproduktion, ja, schlechte Arbeit, schlechte Umweltbedingungen und darüber aber Einkommenschancen und Arbeitschancen zu schaffen für relativ breite Teile der Bevölkerung. Die Vorstellung, dass diese Gesellschaften das sozusagen als ein Sprungbrett nehmen könnten, um dann in eine nachholende Entwicklungs- oder Modernisierungsdynamik zu kommen, diese Vorstellung ist absurd. Weil die reichen Industriegesellschaften des Westens, oder mittlerweile sagt man auch gerne des globalen Nordens, die sind so geworden, wie sie sind, würde ich behaupten, weil sie externalisieren konnten. Unter bestimmten historischen Bedingungen konnten die sich ihre Machtposition zunutze machen, um ja, anzueignen, auszubeuten, einseitig Profite sich die zu monopolisieren und dann sozusagen weitere Schritte der Produktivitätsentwicklung zu nehmen. Dann irgendwann auch zu einem System der Umverteilung innerhalb der Gesellschaft zu kommen, sowas wie einem Sozialstaat, Anspruchsrechte, soziale Teilhaberechte, Demokratie und so weiter. Bangladesch, Myanmar, Philippinen, ja, gesamte Afrika, die haben nicht die Chance, ja, die haben nicht die Machtposition, irgendjemand um sie herum in einer Weise, ja, in Machtverhältnisse zu treten, die ihnen jetzt ermöglichen würden, von diesem Ausgangspunkt sozusagen diese Entwicklung nachholen zu können. Ja. China versucht es gerade staatsautoritär, ja, massiv industriekapitalistisch mit Riesenverwerfungen im Landesinneren und auf eine Weise,
ja, die im Westen ja schon Angst und Bange werden lässt. Ja. Wo jetzt sozusagen China der böse Bube der Welt ist, und alles, was schlecht ist, wird jetzt auf China produziert. Nicht, dass ich das Entwicklungsmodell befürworten würde. Ja, aber im Grunde genommen machen die, und zwar als Einzige, die es wirklich richtig erfolgreich machen, machen die genau das, was die Externalisierungsgesellschaften des Westens ja, vor 150, 100 Jahren gemacht haben. Ja, die kaufen massenweise Land in Afrika auf, ja, Landgrabbing, zur Energieproduktion, zur Agrarrohstoffproduktion oder zur strategischen Positionierung. Ja, genau das, was westliche Industriegesellschaften auch gemacht haben. Die investieren hierzulande, ja, die kaufen deutsche Maschinenbauer. Oh, ja, das, was westliche Industriegesellschaften auch immer schon gemacht haben. Da hieß es aber Foreign Direct Investment, ja, Auslandsinvestitionen. Die sind nur gut, wenn der Westen sie tätigt. Und die sind schlecht, wenn jetzt ein neuer Player in der Weltökonomie kommt, der die Sache mal so richtig ins Wanken bringt. Ja, und wo die USA und Europa fürchten müssen um ihre extra Profite der Organisation der Weltwirtschaft. Aber ich würde sagen, das ist ein Einzelfall. China unter bestimmten Bedingungen, Sie können auch sagen, Südkorea, ja, wird auch gern als Beispiel genommen, sind auch ganz spezifische Bedingungen mit einer extremen Ungleichheit, die dort herrscht, mit übrigens einem extremen, das was hier genannt wurde, einer extremen Belastung der Leute selber, ja, also Burnout ist also sozusagen ein gesellschaftsweites Phänomen. Es ist für alle Spieler der Welt nicht möglich, diesen Weg nachzuvollziehen, weil Externalisierung gerade darauf beruht, dass nicht alles tun. Ja, es muss sozusagen andere geben, die das internalisieren müssen, sonst funktioniert die Sache nicht. Letztendlich in der Diskussion haben Sie jetzt noch die Kurve gekratzt. Das meine Im Vortrag haben Sie von dem Wir gesprochen, damit wir uns nicht einzeln angesprochen fühlen, eventuell unter dem Begriff Staat verstecken können. Ich glaube, wichtig ist genau der Punkt, dass jeder von uns individuell sich politisieren muss. Und darum finde ich es toll, wenn Sie uns die Augen öffnen, dass wir müssen, aber kein Rezept vorgeben, was wir tun müssen, sondern uns selbst nachdenken lassen, ähnlich wie der Kollege Mausfeld aus Wien, aus Kiel, der sich auch für die Kiel, glaube ich, engagiert, das tut. So, ich komme auf die Wortteilung, die erste zurück. Da sagten Sie, die Politiker sind nicht schuld. Ich würde behaupten, Entschuldigung, wenn ein Politiker, und wir sehen im Fernsehen oft diese Interviews aus dem Bundestag herausgehen, mit irgendwas abgestimmt haben und auf die Frage, warum, keine Antwort wissen, weil sie sich nicht politisiert haben. Und sie haben von uns eigentlich den Auftrag, vom Souverän, den Bürgerinnen und Bürgern, das zu tun. Also sehe ich da durchaus eine Verantwortung. Ja. Jetzt versuche ich nochmal die Kurve zu kriegen, auch was das anbelangt, weil ich habe das eigentlich nur gesagt und vielleicht auch so stark gesagt, um das zu tun, was Sie auch jetzt positiv angesprochen haben, nämlich ich würde gerne verhindern, dass man selber immer externalisiert, in dem Sinne zu sagen, wer ist eigentlich verantwortlich? Ja, und ich würde nicht sagen, dass die Politik nicht verantwortlich ist. Das könnte man ja, das wäre ja Irrsinn, das zu sagen, weil wer sitzt denn an den Positionen, wo politische Entscheidungen getroffen werden? Und politische Entscheidung heißt ja allgemeinverbindlich. Ja, da werden Gesetze erlassen, denen sich alle Bürger und Bürgerinnen unterwerfen müssen, und wenn sie es nicht tun, dann werden sie halt in irgendeiner Weise belangt. Also man kann schwerlich sagen, dass die Politik nicht verantwortlich ist. Nur was ich vermeiden möchte, jedenfalls, ich würde dem nie folgen, zu sagen, wir zeigen jetzt mal mit dem Zeigefinger ja auf die Politiker. Ja, die haben den Karren in den Sand gesetzt. Ja? Oder die sind diejenigen, die eigentlich die Sache richten müssen. Selbstverständlich sind sie in der Position, wo sie mehr Chancen haben, entsprechend was zu bewegen. Aber ich würde sagen, es ist an uns, ja, die in politischer Verantwortung sind, dazu zu bewegen, ja, wenn man jetzt, ich möchte jetzt nicht sagen, die dahin zu treiben, weil es irgendwie ja AfD-Talk mittlerweile ist, jemand, wo sich herzutreiben. Ja. Aber wirklich durch die Politisierung diese politisch
politischen Akteure dahin zu bringen, ja, tatsächlich Sachen zu verändern, beispielsweise auch sie unter Druck zu setzen, dass sie sich mal mit den Sachverhalten auseinandersetzen müssen. Ja, dass, wenn sie für bestimmte Dinge zuständig sind, sie da auch eine anständige Expertise haben müssen. Ja, aber was ich nicht, oder ich möchte nicht Vorschub leisten, so solchen Verhaltensweisen zu sagen, es ist die Politik schuld, ja, oder es sind nur die Superreichen, ja, die das Problem sind, die sind ein Riesenproblem, aber auch deren Enteignung würde genauso wenig die Struktur verändern, wie wenn man sagt, wir treffen jetzt alle andere Konsumentscheidungen. Ich möchte schon darauf hinaus, dass es die Einzelnen sind, die aber dann gemeinsam, ja, die gemeinsam Dinge verändern müssen. Ja, und deswegen würde ich mich immer dagegen wenden, irgendjemanden auszumachen, der jetzt sozusagen derjenige ist, der schuld ist, wenn es dazu dient, irgendwie nicht zu fragen, wo stehe ich eigentlich und welchen Anteil habe ich an der Reproduktion dieses gesamten Zusammenhangs. Aber die Politiker haben dich dafür wählen lassen. Sie stellen dich mit dem Anspruch hin, dass sie uns führen wollen. Und darum sind sie tatsächlich das Target. Sie sind das Ziel. Naja, also wenn ich sage, ja, politisiert euch, dann würde ich sagen, das Ziel muss sein, jetzt letztlich muss das Ziel sein, politische Mehrheiten zu organisieren für eine andere Gesellschaft. Im Rahmen des hiesigen politischen Systems heißt das, und nicht zuletzt deswegen gibt es ja auch die Leute, die in Parteien sind, heißt das, irgendwie die politische Willensbildung so zu beeinflussen, dass das, was hier diskutiert beispielsweise, hier diskutiert wird, nicht mehr nur in solchen Räumen diskutiert wird, sondern in Parlamenten. Ja, und im Zweifelsfall eben auch, dass es parlamentarische Mehrheiten gibt, um entsprechende Entscheidungen zu treffen, die geeignet sind, bevor die Not eintritt und man keine andere Alternative mehr sieht, schon vorher bestimmte Entscheidungen zu treffen, die vielleicht dazu geeignet sind, man kann ja da gar nicht so optimistisch sein, aber vielleicht dazu geeignet sind, wirklich Dinge zu ändern. Deswegen, klar, haben die Politiker, Politikerinnen eine politische Verantwortung, aber wenn sie sich nicht wahrnehmen, dann heißt es, man muss sich politisieren. Steffen, eine linke Wortmeldung? Also, ich würde aber dann sagen, dass jeder Mensch eine Eigenverantwortung hat, was zu tun. Also, zum Beispiel in meinem Wohngebiet sind ganz viele Mobilfunksendemasten aufgestellt worden und Bäume sterben ab. Und ich renne seit eineinhalb Jahren zu den Politikern oder wie auch immer, ich versuche es zu ändern. Es ist auch was passiert, dass in einer anderen politischen Veranstaltung habe ich das auch angesprochen, und es hieß immer, man kann nichts machen, man kann nichts machen, man kann nichts machen. Aber es ist innerhalb von 10 Tagen ein Mobilfunk-Sendemast, wo ganz viele Bäume kaputt drumherum sind, verschwunden, spurlos verschwunden. Und ich denke, es geht einfach darum, dass jeder Einzelne einen kleinen Schritt einfach macht, was anstößt. Und dann werden wir auch viele. Und dann kann sich auch was verändern im Großen. Aber wenn wir im Kleinen nichts verändern, bei uns, dann kann sich auch im Großen nichts verändern. Dankeschön. Wir hätten da hinten noch eine Frage. Ja. Ja. Weil Sie uns gesagt haben, wir sollten uns politisieren, ne? Aber wir sollen selber darüber nachdenken. Haben Sie aber nicht dennoch so viel Partizipien, wie wir das, was wir machen können, was wir reden können? Ja, ich würde jetzt irgendwie so ganz platt sagen, ich habe auch eine Visitenkarte dabei, ja, und ich lade Sie ein, in der Konkurrenzveranstaltung zu dieser, ja, sich mit einzubringen. Könnte auch Tipps haben, es gibt so viele NGOs, ja, die vernünftige Sachen machen, ja, schauen Sie mal, was es da gibt und ob das nicht was für Sie ist. Ich kann auch sagen, ja, Mensch, fangen Sie an, Konsumgenossenschaften beizutragen, ja, beizutreten, irgendwie genossenschaftliches Wohnen ins Auge zu fassen, ja, möglichst viel gemeinschaftlich zu organisieren. Treten Sie dafür ein, dass möglichst viel Infrastruktur und sonstige Güter des gesellschaftlichen Bedarfs in der öffentlichen Hand sind, ja, und nicht in privater, und so weiter und so fort. Ich kann und könnte auch programmatische Punkte nennen, ja, aber mein Anliegen ist wirklich eher, und ich finde auch, also das Zeitalter irgendwie von diesen, ja, Hyperintellektuellen ist auch vorbei, ja, also
Jürgen Habermas sitzt jetzt noch im Starnberger See, ist auch gut so, und wünscht ihm auch ein langes Leben, wirklich, ernsthaft. Ja, aber es ist nicht mehr die Zeit, also unsere Demokratie ist nicht mehr die Zeit, wo es irgendwie Intellektuelle gibt oder mehr oder weniger Wissende, die sagen, wo es lang zu gehen hat. Sondern es ist echt an der Zeit, dass jeder Einzelne gemeinsam mit anderen was unternimmt. Und natürlich, da gibt es Vorschläge, es gibt ganze Kataloge, es gibt Parteiprogramme, es gibt auch ganze Kataloge, ja, von Möglichkeiten. Es gibt unglaublich viele Bücher, ja, die sich darum kümmern. Und da sind dann eben auch diese einzelnen Elemente vom Grundeinkommen bis zur Finanztransaktionssteuer bis hin zu, was weiß ich, ja, solidarischer Ökonomie vor Ort. Das ist alles gut beschrieben. Ja. Es ist kein Wissensproblem. Aber sprich, da merkt man dann schon irgendwo, dass einer den anderen eigentlich braucht. Ne? Ja, also, gegenseitig braucht, ne, also das ist mein, also ne, würde ich schon sagen, als Soziologe, es gibt auch Soziologen, die eher systemtheoretisch denken, ja, und jetzt gar nicht im Sinne von Personen, ja, und Handlungen zwischen Personen denken, sondern eher abstrakt denken, ja, dass irgendwie es systemische Kommunikationen gibt und dass Personen nur ein System unter vielen Systemen sind, das ist nicht meine Ansicht. Ja. Ich glaube schon, dass, so wie Sie es ausdrücken, das auch eine soziologische Grunderkenntnis ist, ja, dass in Gesellschaft Menschen voneinander abhängig sind, ja, und sich wechselseitig brauchen. Und wir müssten jetzt zum Beispiel anerkennen, ja, von wem wir abhängig sind, ohne es einzugestehen. Wie lange machen wir denn? Also, nur mal so, nur mal so, aber also allerlängstens bis 9:00. Okay. Wenn wir vorher die Puste, wenn uns vorher die Puste ausgeht oder Ines, dann. Wenn dann mir, ne? Ja. Meine Frage ist sehr offen und ich glaube, für viel Diskussionsbedarf und weiterhin, also weil es bis 9:00 schaffbar ist, aber wahrscheinlich nicht. Es wurde viel über gemeinsame Verantwortung und Mehrheit geredet und da geht es natürlich auch viel darum, diese Überzeugungen, die wir jetzt, glaube ich, auch viele in diesem Raum verstanden haben, zu teilen. Das Hauptproblem, was ich da oft darin sehe, ist, dass die meisten Menschen sich mit dem Wissen, was viele schon haben, relativ ungern beschäftigen und den moralischen Zeigefinger dann als nervig empfinden. Und die Frage ist, die ich jetzt eigentlich zu allen mitgeben möchte oder Ihnen auch stellen, wie spricht man sowas am besten an? Wie geht man das Thema als Gemeinschaft beim Abendessentisch, in der Schule, mit Freunden, wie geht man das am besten an, ohne nervig zu sein, sage ich mal. Verstehe ich. Und ich glaube, das sind auch die Orte. Das sind die Orte, die ich meine mit Politisierung des Alltags. Abendessen in Familie, ja, oder in der Schule oder auf Party oder was auch immer. Und im Buch habe ich die Wendung, ich halte das selber nicht durch, ja, aber da behaupte ich, dass ich den Zeigefinger nicht moralisierend benutze, ja, weil ich glaube, dass es nicht der Weg ist. Ja, ich glaube, bei Moralisierungen fühlen die Leute sich schnell angegriffen, ja, und Schotten, machen die Schotten nicht, sagen, das muss ich mir mal nicht sagen lassen. Ja, sondern wir sagen, es stimmt nicht, oder wer bist du, um mir das zu sagen, ja, oder fühlen sich halt angegriffen oder machen dich. Im Buch sage ich, der Soziologe benutzt den Zeigefinger, ja, nicht um ihn zu erleben, sondern um zu zeigen, ob das was ist. Ja, und das ist mein Versuch, obwohl ich sagen muss, hier steckt natürlich eine ganze Menge Moralien drin. Ja, aber wahrscheinlich, also angesichts der üblen Verhältnisse, um die es hier auch geht, lässt sich das kaum vermeiden. Aber deswegen habe ich am Ende auch nicht von einer moralischen Verantwortung, sondern von einer politischen Verantwortung gesprochen. Ja? Und das würde ich auch stark machen. Also es geht darum, zu zeigen auf das, was ist. Ja? Und dafür kann man Soziologie studieren, Bücher schreiben und so weiter. Aber dafür kann man auch einfach ein bisschen die Augen aufmachen, ja, mit anderen gemeinsam austauschen, was eigentlich Sache ist. Und sich dann überlegen, was kann es eigentlich sein? Ja? Und überlegen, ich wiederhole mich, wollen wir das eigentlich? Ja, aber ich glaube, auf die Art und Weise muss man es thematisieren. Jetzt in soziologisch formuliert würde man sagen, nicht normativ, sondern deskriptiv. Ja, man muss einfach nur, eigentlich muss man einfach nur beschreiben, was Sache ist. Und das können Sie auch in Ihrem kleinen Rahmen, daheim oder in der Schule oder wo immer, tun. Ja, und sich mit anderen darüber austauschen. Und dann wäre meine eigentlich nicht nur Hoffnung, meine Erwartung wäre tatsächlich,
Und das hängt mit dieser Politisierung zusammen, das heißt auch Demokratisierung, eine wirkliche Demokratisierung von Gesellschaft. Ich glaube, wenn Leute wie Sie und ich wirklich die Chance haben, sich über das zu unterhalten, was ist, ja, und sich da wirklich drüber auszutauschen, dann glaube ich, dass es nicht diese Notsituation braucht, um gemeinsam übereinzukommen, dass man das anders will. Ja, je demokratischer die Gesellschaft ist, je mehr Räume es für diesen Austausch gibt, ja, im Privaten und im Öffentlichen, umso mehr steigt die Chance meines Erachtens, dass man sich gemeinsam darüber verständigt, anders leben zu wollen. Darf ich Sie was Privates fragen? Haben Sie Peter großgezogen? Kommt doch an, wie privat ist das? Ja. Ja, ich habe einen 27-jährigen Sohn. Okay. Das brauche ich aber zum Verständnis von, wie setzen Sie sich ja ein für andere? Nee, klar. Der wartet jetzt zu Hause, dass ich was koche heute Abend. Nee, das kann er selber. Ja. Ja, das sagen Sie, Sie sind ganz schön hartherzig. Nein, oh, absolut nicht. Ja. Hartherzig, wenn er 27-jährigen Sohn kommen kann. Na klar, sicher. Der hebt uns die Hand in der Ausgabe. Herr Professor, ich möchte zu Ihrer letzten Anregung noch eine Empfehlung geben. Und zwar, vor 50 Jahren gab es die Straßengespräche. Da haben sich dann das, was Sie angeregt haben, die Diskussion, die kann man einmal auf der Straße führen. Da hat sich dann eine ganze Gruppe gesammelt. Dann gibt es die Rundgespräche, zum Beispiel die Baden-Bahner Rundgespräche oder der Vitus-T-Zug, da kamen dann die Leute zusammen und haben das Thema selbstdemokratisch bestimmt, indem sie Themenvorschläge gegeben haben und dann wurde in Gemeinschaft und Gesellschaft darüber diskutiert. Das kann man hier überall, wo Sie sind, werden Sie das machen. Die Otto-Brunner Rundgespräche gründen. Sie müssen gar nicht so weit, also am Wochenende war Tag der offenen Gesellschaft, ja? Also da war sozusagen der Appell, eine Biergarnitur rauszustellen, ja, und sich hinzusetzen und andere einzuladen, sich dazuzusetzen und ins Gespräch zu kommen über das, was ist. Und ich finde, das ist auch, also in die Richtung müsste es gehen, dass aber dadurch sagen, es gibt eine politische Verantwortung auch der Politikerin, es müssten Räume geschaffen werden, wo so etwas nicht nur einmal im Jahr, ja, am 16. Juni oder 17. möglich ist, sondern wo sowas immer möglich ist. Und da gilt zum Beispiel die Zerstörung des öffentlichen Raums in dieser Gesellschaft. Ja, die Privatisierung des öffentlichen Raums, dass es nirgendwo mehr für Räume gibt, ja, wo man sich einfach niederlassen kann, ja, Parkbänke oder Bänke werden abgebaut, ja, weil man möchte natürlich keinen Penner irgendwo haben. Das zerstört leider aber auch, ja, die Möglichkeiten, sich in der Öffentlichkeit miteinander auseinanderzusetzen, ja, und nicht nur im Privaten am Abendessenstisch. Also eine gute Politik meines Erachtens will öffentliche Räume schaffen und es sozusagen von der Gelegenheitsstruktur selbstverständlich werden lassen, dass man sich irgendwo mal niederlässt und sich einfach untereinander unterhält, obwohl man sich nicht kennt. Ja, dann können Sie mir auch eine private Frage stellen in der Öffentlichkeit. Eine letzte Frage, ich würde noch den Herrn Henke. Ja, ich möchte natürlich nicht weiter auslassen, ich den Schluss dann auch gerne zumachen oder Ihnen die Möglichkeit geben, das zuzumachen. Ich bin nur tatsächlich im Zweifel, wenn ich das höre, denn natürlich gibt es Möglichkeiten, Räume zu schaffen. Ich weiß nur nicht, wie viel Gehör oder wie viel davon in eine echte Demokratie dann auch im Zusammenhang mit politischen Veränderungen hineinfließt, wenn ich an die große Demo zum Polizeiaufgabengesetz denke, wo ich glaube noch nicht ganz klar, waren es so 30, 40 oder 70.000 Menschen auf der Straße waren und dann die Reaktion der CSU, dann bin ich an einem Punkt, wo ich mich frage, bin ich jetzt der Einzige daran verzweifelt, habe ich vielleicht meinen Habitus schon zu sehr verinnerlicht an der Stelle, dass ich mittlerweile an einem Punkt bin zu sagen, alles was wir unter Demokratie verstehen, und es gibt ja Stimmen, die sagen, zum Beispiel die repräsentative Demokratie der Vereinigten Staaten ist ausschließlich von Eliten gemacht worden, dafür, damit die Eliten sich schützen vor dem Pöbel. Die Idee, dass jemand eben einen Einfluss hat, aber eben nur als Idee lebt. Und wenn ich mir europäische Strukturen angucke, neige ich dazu, da weiter in diese Richtung zu denken. Und um das jetzt abzuschließen, an der Stelle bin ich tatsächlich eher verzweifelt und frage mich, welche Möglichkeiten gibt es? Denn offensichtlich gibt es
eine Richtung, in der wir systematisch nicht zu Wort kommen sollen. Ja, aber ich bin irgendwie dann offensichtlich irgendwie eher der optimistische Typ, weil ich glaube, dass diese Verzweiflung von vielen geteilt wird. Und ich glaube, wenn man sich darüber unterhält, ja, wenn wir beide uns, ich haue jetzt immer dieselbe Kerbe, aber ich glaube, das ist wirklich so. Wenn wir uns über unsere Verzweiflung unterhalten, ja, dann wird da was, dann wird da mehr raus. Man kann in jeder Hinsicht verzweifeln, seitdem ich mich aus Gründen mit dem bayerischen Wahlrecht beschäftige. Ja, denke ich nicht nur über die US-Demokratie, dass es irgendwie eine Elitenveranstaltung ist, die zur Verhinderung von wirklicher Demokratie angetreten ist, sondern das bayerische Wahlrecht ist auch ein Verhinderungsrecht, ja, für eine lebendige Demokratie, ja, für Kleinstparteien. Ganz klar. Aber ich meine, da gibt es dann immer zwei Pfade. Verzweifeln, und zwar in einer Weise, ja, Richtung, keine Ahnung, Depression, ja, oder mit allem abschließen, oder ja, sich desinteressieren, ja, oder abgestumpft werden, oder jetzt mal so richtig dann halt zu externalisieren. Und ich glaube aber, was wir gerade, ich nehme es schon so wahr, was wir erleben, ist tatsächlich, dass aus dieser verbreiteteren Verzweiflung und auch einem verbreiteten, vielleicht bilde ich mir es auch nur ein, aber ich bin jetzt echt so oft mit diesem Buch unterwegs gewesen, habe wirklich, wirklich viele Leute getroffen und mit denen gesprochen darüber. Ich glaube, es gibt einfach ein verbreitetes Unbehagen, dass irgendwas hier nicht stimmt, ja, dass es so nicht weitergeht. Das gibt es, ja. Und je mehr man daran kratzt, ja, an der Oberfläche, umso mehr wird sich das auch fortsetzen. Und die Anti-PAG-Demo war, glaube ich, also ein ganz tolles Signal, ja, und wenn jetzt die Verzweiflung dann auch darüber wächst, dass dann getweet wird, ja, das waren aber nur, ja, 0,x% der bayerischen Bevölkerung, also 99% dafür, ja, dann sagt das einfach viel über Westgeistes Kind, ja, die hiesigen politischen Verantwortlichen sind. Und meine Sachen, so ich nehme so wahr, dass das nur noch weiter pusht. Oder bei uns.